So, hallo zusammen an alle, die jetzt hier live dabei sind. Hallo an alle, die das dann später auf YouTube sehen. Ich bin hier heute nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Thaneros, nicht Thaneros, mit dem ich vor 2 Wochen, glaube ich, war es, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da hattest du mich als warst du mein Meister in Elden Ring und heute komme ich meinen Meister hier besuchen und hoffe, was lernen zu können. Ja, genau, so ungefähr. Also ich muss sagen, ich glaube, wann ist Elden Ring rausgekommen? Ich habe das jetzt auch seit einem Monat oder so nicht mehr gespielt. Ich muss selber erst reinkommen. Aber heute starten wir jetzt hier mal unser New Game Plus. Und ich bin gespannt, wie gut sich unser stattlicher Ritter im New Game Plus schlagen wird. Ich bin jetzt auf. Ja, ich bin gespannt. Kannst du mal kurz zeigen, ich bin jetzt auf Level 164. Ich habe das Gefühl, ich war gegen Ende sehr überpowered, was gut ist, weil das mein mittelmäßiges Skill-Level ein bisschen ausgeglichen hat. Aber so bin ich gut durchgekommen. Meine Taktik war wirklich immer einfach nur auf die Bosse draufhauen, bis sie einfach umfallen. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Was hast du da für eine Rüstung? Das ist so ziemlich die beste Rüstung im Spiel von den Werten her. Die ist super schwer. Ich musste super viel auf meine Tragekapazität skillen, damit ich die überhaupt anziehen kann, ohne zu fett rollen. Aber von den Werten her ist die wirklich ziemlich super. Es gibt ein paar Rüstungen, die können es mit der aufnehmen, aber die gefällt mir auch optisch am besten. Also, wenn ich jetzt hier, wie nennt man's? Da gibt es einen speziellen Namen dafür, dass man die Souls-Spiele immer auch gern unter einem modischen Aspekt spielt. Hi Artorias, hallo. Na, sagt mir, weißt du es im Chat, wie ist denn der Begriff dafür, wenn man so eine Modenshow in Souls-Spielen macht? Fashion Souls, ist es das? Ich glaube schon. Unter Fashion Souls-Aspekten hatte ich immer die Rüstung an, weil ich finde irgendwie dieser riesige Hut zusammen mit diesem Mantel. Das hat was. Ich mag das irgendwie. Aber wenn es rein um die Stats geht, dann. So. Hat so leicht was Bloodborne-mäßiges an sich, ne? Das hat viel. Also, ich finde Elden Ring ist so ein bisschen die Fusion aus allen vorherigen FromSoft-Spielen. Und auch vom Stil her ist da auf jeden Fall auch ein bisschen Bloodborne mit drin. Genau, Fashion Souls heißt es. Danke, Artorias. Genau. Okay, schön. Dann glaube ich, hier starten wir unser New Game Plus, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, zweite Reise antreten. Ich habe mein Save Game jetzt vorher noch schnell rauskopiert, damit ich noch auf mein Endgame zugreifen kann, wenn es notwendig wäre. Aber gut. Die Robe aus Bloodborne, echt hübsch. Hi, Retro Games. Hallo. Abend. Die, meinst du die Standardrobe aus Bloodborne? Oder? Ich mag den Stil von Bloodborne sowieso. Der ist sowieso super. Hi, Löffelkreis. So, zweite Reise beginnen. Aber ist es dann wirklich so, dass es dann Reise 3, Reise 4, Reise 5 sein könnte? Ich gehe davon aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich denke schon. Schauen wir uns die Intro-Cutscene an. Warum nicht? Tell us. Ah, oh, wenn man weiß, worum es geht, verrät das, spoilt das Intro alles. Allein die beiden Bilder. Das ist unglaublich, weil wir hatten ja zusammen Lore-Artikel darüber gemacht und wir hatten die Lore-Artikel gemacht, bevor ich das Spiel gespielt habe und ich fühlte mich schon gespoilert durch diesen Vorspann. Das ist unglaublich. Ja. Es ist ja in dem Spiel sowieso so, dass auch wenn man die ganzen Einträge liest, so die wirkliche Story wird erst in den letzten Stunden offenbart sich die so ein bisschen. Davor tappt man sehr lange im Dunkeln, auch wenn man versucht, das alles zu verstehen. Aber persönliche Einschätzung von dir, hat Elden Ring deutlich weniger Story als die anderen Spiele und hat einfach viel größere Lücken dazwischen gelassen, damit es nach mehr aussieht? Oder was denkst du? Weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke immer noch nicht super tief in der Lore drin. Aber ich würde sagen, dass Elden Ring ein bisschen leichter zu verstehen ist als viele Dark Souls-Spiele. Und dadurch kann man sich vielleicht einfach mehr schon erschließen von Anfang an. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ich würde nicht sagen, dass weniger drin steckt. Aber wie gesagt, eher gefühlt als gewusst.
triggered the shattering. Wie viele Stunden hast du jetzt an Elden Ring gesessen, an deinem ersten Durchlauf? Ich glaube, es waren ungefähr 110, so ein bisschen über 110. Ach du Heiliger. Habe aber auch wirklich relativ alles gemacht, was man machen kann. Ich habe jetzt nicht ganz alle epischen Zauber oder sowas, legendären Zauber gesammelt. Aber ich war schon in allen Dungeons und habe alle Bosse bekämpft. Ich war schon froh, als es vorbei war. The call of long lost grace speaks to us. Ich überspring's jetzt doch. Das wird zu laut hier. ich weiß nicht. Ich hätte gern sogar noch mehr gehabt. Das ist eins von diesen Spielen. Ich bin ja schon auch jemand, der sagt, Spiele müssten kürzer werden und knackiger und sollen sich lieber auf ihren Kern konzentrieren und nicht so viel rumblödeln. Und Elden Ring hat ja schon auch gegen Ende dann sehr viele Dungeons, die sich wiederholen. Und dann kennt man doch irgendwie die ganzen Assets und Gegner schon. Aber im Großen und Ganzen hat mir das wirklich Spaß gemacht und das hätte von mir aus auch gern noch 20, 30 Stunden länger sein dürfen. Aber ich habe von vielen gelesen, denen war das Endgame dann schon zu lange und zu nervig. Also da bin ich schon auch eher in der Minderheit, glaube ich, mit der Ansicht. Aber es gibt manchmal eben so Spiele, die mag ich wirklich gern und dann darf das von mir aus ewig weitergehen. Was mich zu einer Frage führt, killen wir den Boss jetzt oder lassen wir uns killen? Das ist eine gute Frage. Ich werde es versuchen, den zu killen. Ich habe gelesen, dass viele in ihrem zweiten Playthrough sehr überpowered sind. Ich muss jetzt, ich gehe noch mal kurz zurück jetzt, wo du sagst, weil wie gesagt, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ich muss mal eben ganz kurz in die Steuerung reinkommen. Okay, das ist alles, was ich brauche. Den Move hier. Genau, das ist ein fictional Move, ne? Genau. Genau. Und dann schauen wir mal, wie überpowered ich wirklich bin. Ich hoffe sehr. Schauen wir mal. Au, aber das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Was macht er denn? Guck dir mal die Stands an, die er da hat. Ich hab den noch nie so lange kämpfen sehen, aber er hat mich auch mit einem Schlag getötet, ja. Dieses Vieh. Also, ja. Ich auch nicht. Ich habe einmal ein neues Spiel mit dem Magier angefangen und da habe ich ihm tatsächlich die halbe Leiste runterhauen können. Ah! Oh Gott, jetzt hat er mich. Aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Oh, er zaubert, ich habe Angst. Okay, kein Problem. Ich glaube, den schaffen wir. Ich hau jetzt einfach drauf. Ah ja, Papa. Guck. Das war jetzt immer... Okay, und jetzt? Ich habe das noch nie... Ich bin mir nicht sicher, was jetzt passiert, ehrlich gesagt. Werden wir jetzt kein Befleckter? Und jetzt werden wir Elden Lord, einfach so. Genau, eigentlich schon, denke ich. So wie ich Dark Souls kenne, sterbe ich jetzt einfach trotzdem. Oder die Souls-Spiele. Genau. Aber was tötet dich jetzt? Ein Pfeil? Oder hä? Ah, ja. Ach so. Na, guck. Och nee. Okay. Du meintest mal, das hat halt so eine leicht komödiantische Richtung manchmal, ne? Ja. Es hat zumindest mal der Chefentwickler in einem Interview gesagt, dass er findet, dass seine Souls-Spiele immer auch so eine komödiantische Note haben. Mhm. Und ich weiß schon, was er damit meint. Manchmal merke ich es auch. Was ist eigentlich in Elden Ring das größte Übel, fragt Artorias. Meinst du jetzt spielmechanisch oder in der Lore quasi? Spielmechanisch ist es schwierig, ich weiß nicht. Ich habe ja quasi seit Dark Souls die Souls-Spiele gespielt und bin damit so ein bisschen erwachsen geworden. Groß geworden stimmt ja nicht mehr, aber ja. Und deswegen bin ich halt an auch das Interface und das so ein bisschen clunky Menü gewöhnt und mich hat das nie gestört. Aber das hört man in der Kritik oft, dass so dieses unübersichtliche Menü und die Bedienung überhaupt oft auf viele sehr altbacken wirkt. Und ich glaube, so neutral betrachtet müsste man wahrscheinlich das als das größte Übel betrachten. Ach so, lore-mäßig. Oder bleiben wir mal kurz beim Spieltechnischen. Was sagst denn du als jemand, der nicht so in der Souls-Mechanik drin ist? Was hat denn dich am meisten gestört bei deinem Ausflug in Elden Ring? Meinst du Artorias oder mich? Dich meine ich.
Ah, ich bin gemeint. Von den wenigen Stunden, die ich mit dir in Elden Ring hatte, was mich am meisten gestört hat, jetzt würde ich sagen, das Spiel ist schwer, aber das gehört ja zum Spiel dazu. Was ich gehört habe, ist, es halt oft sehr kryptisch ist, dass man sich vieles erschließen muss, was Leute frustriert. Ich bin noch nicht auf so eine Situation getroffen, als dass ich das bewerten könnte, weil ich finde es ja auch cool, wie wir letztens schon meinten, dass man das so selber erkunden muss, weil viel zu viele Open-World-Spiele dich an die Hand nehmen. Ich glaube, was mich wirklich stört, ist vom Anfang her, ist, dass man das Tutorial versehentlich überspringen kann. Sowas finde ich zum Beispiel nicht gut. Da wurde jetzt sogar noch mal ein Patch nachgereicht, dass so eine Einblendung kommt von wegen, hey, Achtung, hier Tutorial, spring ins Loch. Finde ich ganz lustig. Ups, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Das war keine Absicht. Egal. Hallo, Atomic, wie geht's? Kann doch nicht der Grund sein, dass du immer nur sagen kannst, Michael, du hast die Vanilla-Version gespielt, du bist es selber schuld. Namen, Atomic, uns geht's sehr gut. Also noch sind wir nicht gefrustet. Genau. genau. Und von der Lore her, das größte Übel ist, ehrlich gesagt, glaube ich, könnte man argumentieren, Rani, auch wenn die natürlich sehr beliebt ist und alle mögen die, ist die im Grunde die Auslöserin für dieses ganze Übel in der Welt letztendlich mit ihrem Komplott, den sie wahrscheinlich mitverantwortet hat. Aber andererseits weiß man nicht, ob diese ganze goldene Ordnung hier, der Greater Will und so weiter, ob der nicht vielleicht das Problem ist und Rani ist eher so die Rebellin, die gegen das Imperium hier vorgeht. Kann man interpretieren, wie man will. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel überhaupt wirklich so eine eindeutige gut-böse Aussage hat. Eine Deutung würde es auf jeden Fall zulassen in die Richtung, aber ja, genau, schwierig finde ich. Ich weiß nicht mehr, wie ich mein Pferd rufe. Soweit ist es. Du hast es, glaube ich, noch nicht bekommen, oder? Ach doch, jetzt hier, guck, im New Game Plus geht das schon. New Game Plus. Oh, ich kann sogar meine Mimiktier jetzt rufen, glaube ich. Ja, das ist natürlich der Hammer. Mimiktier. Aber sind jetzt alle Gegner auch schwieriger, oder? Ja, ja, genau. Die Gegner haben jetzt mehr HP und machen vielleicht auch mehr Schaden, ich weiß nicht. Aber Mimiktier ist das beste Beschwörungsding im ganzen Spiel, weil da beschwört man sich selbst mit seiner aktuellen Ausrüstung. Allen Waffen, allen Zaubern. Die wurde leider irgendwann mal stark genervt, weil davor hat die Bosse für einen einfach allein kaputt gemacht, wenn es sein musste. Aber die ist immer noch ziemlich cool. Aber wenn du jetzt die Klamotte wechselst, wechselt er dann auch die Klamotte? Nee, der bleibt so, wie er jetzt ist. Aber cool, jetzt ist die Zeit der Rache. Hoffe ich. Wie lang man sich am Anfang an dem die Zähne ausbeißt, unter Umständen. Aber bis ich mal drauf gekommen bin, dass der gegen Sprünge halt überhaupt nichts machen kann. Ne? Und das ist immer diese eine Mechanik, die gut für einen Boss will. Ja, ja, genau. Oft reicht's, wenn man einfach nur... Ich meine, man kann viele Bosse cheesen. Und ich glaube, das Spiel will auch absichtlich, dass man cheest. Wenn's geht. Oder es erlaubt zumindest. Ja. Und das ist auch... Unversinn hast du auch unversinn, ja. Tada! Oh, das war... Ich weiß nicht, ich hab's mir befriedigender vorgestellt, jetzt so nur Tag der Abrechnung mäßig diesen superschweren Gegner nochmal zu töten. Aber, oh mein Gott, ich hab gar nicht dran gedacht, aber jetzt kann ich zwei goldene Hellbarden benutzen. Dual goldenes Hellbarden-Wheeling. Das ist schon cool, die muss ich jetzt nur ein bisschen hochleveln. Aber das gefällt mir. Das ist, finde ich, sehr gut. Souls Game kann man sich so verdammt einfach machen. Ja, aber man muss schon entweder sehr genau wissen, wie, oder sehr viel rumexperimentieren. Und zweiteres finde ich eben gerade cool. Wenn man wirklich sich diese Cheese-Taktiken selber ausdenkt, wenn man die selber rausfindet und wenn man einfach aus Frust oder Verzweiflung auf irgendwelche Strategien kommt, die dann super effektiv sind, dann finde ich das sehr cool sogar. Dann ist das, also das ist, finde ich, genauso gut, wie wenn man einen Gegner auswendig lernt und einfach super mächtig wird. Finde ich beides total gleich legitim. Ach ja, was heißt legitim? Wenn man Bock hat, soll man einfach einen Guide nachgucken und alle wegschießen. Ist auch okay. Hi, Sahara, wie geht's? Guten Abend. So. Ich kann, glaube ich, noch nicht hochleveln. Deswegen bin ich hier in diesem Menü immer so verwirrt. Da müssen wir erst zum anderen Leuchtfeuer. Ich glaube, so wie es aussieht, werde ich jetzt einfach einen Boss nach dem anderen so ziemlich One-Hit killen. Ja. Ja, das war doch der Plan, oder nicht? So ein bisschen schon, ja. Das stimmt. Wobei es mir jetzt schon weh,
wenn du gleich durch das Lager einfach durchschnetzelst, an dem ich so oft gestorben bin. Das wird mir wehtun, dabei zuzusehen. Aber ich glaube, in dem Lager ist jeder am Anfang sehr oft gestorben. Das muss so sein. Okay. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Tutorial-Lager. Da kann man sich so ein bisschen austesten und rumprobieren. Da habe ich super viel Zeit auch verbracht mit ganz vielen verschiedenen Strategien. Das ist schon okay. Ich merke erst jetzt, dass du das bist in der Cam. Wer sollte es denn sonst sein? Ach, meinst du, weil meine Haare so kurz sind, oder? Es sind zwei Stimmen, aber wer sitzt vor der Cam? Ach so. Also ich bin ich. Ja, das bin Lansquid ich. Lansquid ist Lansquid, Taneros ist Taneros, genau. Ich habe jetzt nur ganz kurze Haare, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit, das letzte Jahr, weil ich zu faul bin, zum Friseur zu gehen, mache ich mir eigentlich immer selber, beziehungsweise mit Hilfe der Merlin, meinen Undercut, und mache mir dann meine Haare einfach auf die längste Stufe von meiner Haarschneidemaschine, so wie sie jetzt sind. Und dann lasse ich sie wachsen. Von da aus mache nur meinen Undercut immer wieder. Und wenn sie dann zu lange werden, dann werden sie irgendwann mal wieder auf die höchste Stufe meiner Haarschneidemaschine rasiert. Das ist eine ziemlich geldsparende Methode für meine Haarpracht. Deswegen ist das heute ein Fashion-Playthrough. Genau, ein Fashion-Souls. Genau. Ja gut, dann muss ich jetzt thematisch meinen Fashion-Souls-Anzug anziehen. Finde ich gut. Okay. Ich gehe jetzt doch aus irgendeinem Grund in die Höhle, in die Wolfshöhle und nicht in das Lager. Ich habe vergessen, wo ich meine Laterne ausgerüstet habe. Wie gesagt, über einen Monat ist das alles her. Wo habe ich denn wirklich meine Laterne? Ach ja, hier. Die Laterne ist das beste Item im ganzen Spiel. Weil damit brauchst du keine Fackel mehr und trotzdem ist alles hell erleuchtet. Das ist wirklich super. Ich habe bisher nur Laterne, die ich noch nicht beim Händler meines Vertrauens aufteilen kann. Die kann man tatsächlich, glaube ich, schon relativ früh kaufen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, bei welchem Händler. Aber die kann man schon früh kriegen. Man muss sie halt dann nur kaufen. Und wenn du dich erinnerst, du hast mich in meinem Stream, hast du mich zum Strand gelockt, weil wir dort einen Händler gesucht haben und bei mehreren Anblicken, als er mich geschlagen hat, ist uns aufgefallen, dass es doch kein Händler war, ne? Also ich muss immer noch zu meiner Verteidigung sagen, wir können nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht doch ein Händler ist, so rein beruflich. Er wollte also, halt nur nicht mit dir handeln. Ja gut. Insofern, wer weiß. Aber ja, das war witzig. Das war sehr lustig. Hast du eigentlich den Boss hier unten beim letzten Mal auf Anhieb auch geschafft, ne? Als ich meine Wölfe dabei hatte, ging das voll einfach. Genau, ja. Perfekt. Genau. Du rufst dich wieder selbst herbei? Ja, die Mimiktier muss einfach sein, auch wenn ich sie nicht brauchen würde. Wisst ihr was, lassen wir die Mimiktier mal alleine gegen den kämpfen. Genau. Das ist doch gut. Coach dich mal selbst, genau. Aber guck, gleich macht er den Sprungangriff. Er hat zwar nicht getroffen, aber perfekt. Der haut den so weg, ey. Guckt euch das an. Gut. Hat gut von dir gelernt. Meine Güte. Gut. Das finde ich super. Mimiktier, du bist immer noch die beste Beschwörung, seit es Elden Ring gibt. Finde ich. Mimiktier ist in der Elden Ring Community auch so ein bisschen ein Running Gag geworden. Oder Running Gag ist falsch gesagt, aber alle lieben Mimiktier. Aber kann man theoretisch, wenn man im Multiplayer spielt, kann nicht jeder sein eigenes Mimiktier rufen? Leider nicht. Und dann hat man so eine Klone. Okay, das wäre zu cool. Das wäre total cool, aber man darf im Multiplayer leider überhaupt nicht beschwören. Schade. Ich war letzte 11 Jahre nicht mehr beim Friseur gewesen, schreibt Retro Gamers. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war auch schon sehr lange nicht mehr beim Friseur. Deswegen war auch diese ganze Pandemie Friseur haben zu Problematik für mich nicht wirklich relevant. Artorias fragt, hab neulich The Forever Purge gesehen und da frage ich mich, mögt ihr die Purge-Filme? Ich mag den ersten.
die Purge. Ich hab den ersten Purge-Film. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Prämisse schon immer saudämlich von The Purge. Aber ich mochte auch irgendwie den ersten Film ganz gerne. Aber ich habe dann mal die Serie geguckt noch. Die fand ich ganz schlimm. Und ansonsten habe ich nicht viel gesehen. Ich mag die Rick and Morty-Folge, wo sie auf dem Purge-Planeten sind. Die gefällt mir gut. Aber sonst bin ich nicht so, ich bin gar nicht so drin im Purgen, keine Ahnung. Du hast gerade 3 Sekunden oder 2,5 Sekunden diesen Typen platt gemacht. Es tut weh. Ja, ich weiß. So, aber weißt, das ist eben auch die befriedigende Erfahrung in Elden Ring. Weil man kann halt dann, wenn man supermächtig ist, zu genau diesen Gegnern zurückkehren, die einem das Leben so lange schwer gemacht haben und dann einfach weghauen. So kurz bevor man den letzten Boss macht, noch einmal eine Weltreise machen und genau all diese Gegner noch einmal im Grund und Boden stampfen. Es gibt also nichts Schöneres. Was du als mein Meister mir auf den Weg geben möchtest, um mich zu motivieren, ich werde später irgendwann zurückkommen und mich sowieso rächen. Genau. Okay. Dann kann man einfach an die Rache. Okay. Genau, den ganzen Frust kann man dann auf einen Schlag auf die Gegner rauspusten. Das ist super. Jetzt genau, das ist, wo ich gerade dabei bin. Es gibt da nämlich einen Gegner. Verdammt nochmal, habe ich den gehasst. Ein Boss, an dem habe ich mir so die Zähne ausgebissen. Ich hoffe sehr, dass wir mit dem jetzt leichter fertig werden. Da müssen wir jetzt warten, bis es Nacht ist. Es gibt nämlich ein paar optionale Bosse, die nur nachts rauskommen. Dann reiten wir da hinten zu der Brücke. Und dann lasse ich meine Mimiktier, nur um den zu demütigen, den Boss alleine besiegen. Ach so, jetzt kommt erst eine Cutscene anscheinend. Na gut, dann warten wir. Dann kann ich mal ein bisschen in die Kommentare schauen. Es gibt eine Serie, ja genau, die habe ich. Ich weiß nicht, ob die auf Amazon Prime ist oder. Amazon oder Prime. Schon, genau. Traveler. Okay, kannst überspringen. Ja, Rick and Morty ist sowieso super, finde ich auch. Hast du da die aktuelle Staffel schon gesehen? Ich denke schon. Ja, doch, die habe ich schon gesehen. Wenn ich jetzt sage, das Ende war extrem WTF, heißt das nicht viel, weil jede Staffel WTF ist. Genau, die haben immer sehr gute Cliffhanger. Ich kann mich ans Ende nicht mehr erinnern, aber ich glaube, ich habe die schon gesehen, doch. Aber ist schon ein bisschen her. Außer es gibt, glaube ich, nicht schon wieder eine aktuellere. Ja. Der einzige Grund, warum ich mal mir Sky Ticket geholt habe, aber danach dachte ich mir so, ach nee, komm. Vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt's die neue überhaupt schon auf Netflix? Weil sonst habe ich die mittlerweile vielleicht. Mittlerweile schon. Ach so, mittlerweile schon. Okay, genau. Okay. Da habe ich heute erst eine Tonspur aufgenommen für ein kommendes Video von Sachen, die ich mir für die Resident Evil-Reihe in Zukunft wünschen würde, wo ich auch auf Rick and Morty eingehe. Weil eben Rick and Morty, aber auch so Sachen wie Adventure Time oder ganz viele andere so Serien eben so viel Wert auf Kontinuität legen und so viele kleine Details über so viele Staffeln hinweg transportieren und immer wieder auf Vergangenes eingehen. Und das gibt der Welt einfach irgendwie so eine Ernsthaftigkeit, obwohl es halt over the top ist, aber trotzdem wird die Welt halt auch von den Machern ernst genommen. Das finde ich super sympathisch und wichtig. Und das macht Resident Evil eben sehr, sehr schlecht. Diese Kontinuität der Geschichte zwischen den Teilen. Wobei sie dann immer noch eine Möglichkeit finden, doch immer irgendwie alles miteinander zu verbinden, was aber dann wirklich so draufgeschustert wirkt. Genau, so Easter Eggs und so, ne? Oh nein, ich kann hier meine Mimics hier gar nicht beschwören. Oh, wir müssen gehen. Geht das draußen nicht? Oder hast du zu wenig Magie? Nee, es geht hier nur einfach jetzt gerade nicht. Es gibt nur manche Orte, wo man die Tiere beschwören kann, die Begleiter. Das geht nicht überall. Okay, dann müssen wir es so machen. Der Dunkelkavallerist. Ich glaube, von der Lore her sind das im Grunde die Leute, die Personen, die den ersten Gott getötet haben. Nacht der schwarzen Messer oder genau. Wie meinst du? Aha. Gefühlt will ich immer nur die Lore lesen und es nicht spielen. Und dann, Oh oh, aua. So
lustig. Die Übertragung über Discord, wo ich gerade zusehe, die hat manchmal so Hänger, das hat so einen leichten Cliffhanger-Effekt. Ah. So, oh mein Gott, wird er es überleben? Jetzt wo du sagst, ich muss nachher kurz mein Kabel anstecken, mein Internetkabel. Ich bin noch im WLAN. Das ist natürlich dann vielleicht nicht ganz so stabil. Gut, dass du sagst. Könnte nämlich sein, dass das an mir liegt. Die Hänger. Die Cliffhanger. Genau, die Cliffhanger. Das macht mein Internetanbieter quasi aus dramaturgischen Gründen ganz bewusst. Ah, das ist natürlich eine gute. Bei welchem Internetanbieter bist du? Bei Vodafone. Ah, okay. Da habe ich das Cinematic Pack für extra viel Dramaturgie. Dramaturgie während des Streams, genau. Auch wenn ich Game Pass spiele, streame, immer bei den Bosskämpfen und wenn es gerade wichtig ist, dann bricht die Verbindung kurz ab und so. Das macht es extra spannend. Das ist schon ein cooler Service, finde ich. Muss man schon sagen. Vor allem bei den Serien, ne? Genau. Ja, genau. In Filmen, ja. Da zahle ich gern meine 50 Euro im Monat. Das ist cool. So, den haben wir auch geschafft. Mensch, das ist fast ein bisschen zu leicht jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das die tiefere Wahrheit? Bist du jetzt der Boss, der alle anderen Bosse legt? Genau, so ein bisschen. Da gibt es eh so Reddit-Posts dazu. Zu der ganz berechtigten Frage, warum irgendwelche wilden Hunde eigentlich nicht schon lange Eldenlord geworden sind. Weil die sind so ziemlich die krassesten Gegner im ganzen Spiel. Die könnten wahrscheinlich jeden Boss einfach wegkillen. Vor allem die Blutung verursachen. Naja. Optionales Ende, das noch nicht freigespielt worden ist. Haha! Oh, doch nicht? Doch. Haha! So, ich stecke jetzt kurz das LAN-Kabel an, dann haben wir eine stabilere Verbindung, hoffe ich. Hi, Fibo. Hallo. So, bin gleich wieder da. Wenn ich so frech sein darf, würde ich in der Zwischenzeit Werbung für mich machen. Ich bin der Michael oder auch Taneros oder von Landsquid Thaneros ausgesprochen. Hab mit dem lieben Landsquid schon des Öfteren zusammengearbeitet für die Lore von Fallout, für die Lore von Elden Ring und bin heute quasi Co-Moderator. Er war letztens in meinem Stream dabei. Ich bin sein Schüler, er ist mein Meister und ja, heute schaue ich meinem Meister über die Schulter und so richtig merke ich, okay, ich musste mich offenbar auf meinen zweiten Playthrough freuen, um mich an allen Bossen zu rächen. Da könnt ihr gerne mal auf meinen Twitch-Channel vorbeischauen. Seid ihr mittlerweile auch schon bei eurem zweiten Playthrough oder bei eurem 36. Playthrough? Schreibt das gerne mal in den Chat. Die großartige Serie. Ich muss sagen, es nutzt sich mit der Zeit manchmal so ein bisschen ab. Da bin ich wieder. Okay. Jetzt gehen wir mal Richtung Schloss, würde ich sagen. Und schauen mal die Hauptbosse uns an. Weil ich glaube, so die ersten paar Hauptbosse, die sind, glaube ich, immer noch ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die jetzt, obwohl ich überpowered bin, wirklich auf Anhieb schaffe. Ich glaube es einfach nicht. Zumindest wärst du jetzt sehr enttäuscht, wenn es zu leicht wäre, ne? Es ist schon, es fehlt was. Ohne den Schwierigkeitsgrad fehlt was. Ist das der versteckte Easy-Mode gewissermaßen? Das New Game Plus. Man muss quasi genau. Erst einmal auf normal, auf schwer durchspielen. Und dann kriegt man als Belohnung den Easy-Mode. Das macht Warum? Natürlich voll Sinn. Macht voll Sinn, ja. Den musst du dir erst verdienen. Wie viel brauche ich denn für ein Level eigentlich? Ja, schon nicht wenig. Na gut, wollte ich nochmal wissen. Ja komm, dann reiten wir jetzt durch und legen einen Boss nach dem anderen mit einem Schlag. Genau, wir machen heute auch noch einen Speedrun. Das ist ein Fashion-Run, das ist ein Speedrun, genau. Alle Runs. Da habe ich gerade, als ich das Kabel eingesteckt habe, schon drüber nachgedacht, ob man vielleicht auch... ob ich vielleicht einfach nackt mit bloßen Fäusten gegen die Bosse kämpfen sollte. Aber dann schaffe ich halt wirklich gar nichts mehr. Oh mein Gott, ach so, nee, ich bin schon am Maximum. Ich dachte mir gerade, ich könnte jetzt vielleicht meine Heilungstränke noch mehr upgraden, als die eh schon upgegradet sind. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da gibt es ein absolutes Maximum. Und das habe ich in meinem ersten Playthrough schon erreicht, leider.
wie du das beim letzten Mal, mich würde so interessieren, wie du das beim letzten Mal immer geschafft hast, diese Emotes zu machen. Ich habe in meinem Stream, habe ich die gesamte Zeit allen Sachen applaudiert, den Daumen hoch gezeigt. Genau. Und ich weiß nicht, wo es lag, eigentlich in den blödsten Momenten. Keine Ahnung, ich bin einfach besonders. Es war auch in den spannendsten Momenten immer, was ja eigentlich ziemlich cool war. Immer wenn irgendwie... Das habe ich abonniert, ja. Genau. Immer wenn das Random Emote Pack von Elden Ring. immer wenn es gerade spannend wird, wenn man von Gegnern verfolgt wird und man muss jetzt echt an das Leuchtfeuer, dann winkt er erst noch in die Kamera, der Hauptcharakter. Ich bin auch mehrmals rausgeflogen, ne? Also ich war offenbar so schlecht, dass die Elden Ring-Götter gesagt haben, nee, Michael, bitte spiel was anderes, komm. Ja. Aber du warst wirklich echt gar nicht schlecht für dein allererstes Souls-Spiel. Also wirklich nicht. Du bist eigentlich... Danke, mein Meister, danke. Sehr geschmeidig zum ersten Boss da oben gekommen. Das war eigentlich alles super. Au. Au. Damn it. Man muss ja auch dazu sagen, man muss ja auch ein paar Mal verlieren, um die Moves überhaupt gesehen zu haben. Ne? Also, eben. Ja. Einfach laufen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich glaube immer noch nicht, dass ich den schaffe. Ich versuche es jetzt absichtlich mal... Nee, okay, wir machen es jetzt so. Ich versuche jetzt, dass meine Mimiktier wieder alleine gegen den kämpfen darf. Und wenn das nicht funktioniert, kämpfe ich alleine gegen ihn. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann kämpfen wir zu zweit gegen ihn. Oder so. Das ist doch ein Plan. So ein bisschen Wrestling-mäßig, so Take-Team, ne? Genau, einer steht draußen, der andere ist drin, abklatschen, jetzt gehst du rein. Genau. Ich bin mal gespannt. Ah, oh, der hat mich beim ersten... ohne Witz, ich habe ein Trauma von dem Boss. Der hat mich beim ersten Mal so fertig gemacht. Malenia nicht weitaus schlimmer? Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ich erstens schon ziemlich mächtig und zweitens hatte ich da auch einfach das Spiel schon viel besser durchblickt und mein Charakter war auch schon viel mehr fokussiert auf ein Bild quasi davor. Zu dem Zeitpunkt war ich halt noch ein ziemlicher Noob. Ich habe zwar alle Souls-Spiele gespielt, aber halt immer mit... Wie viele Jahre ist es her, seit Dark Souls 3 oder Bloodborne erschienen ist? Mit mehreren Jahren Pause dazwischen. Also ich gehe eigentlich immer wieder als ziemlicher Noob rein in die Geschichte. Und ich hatte hier auch mein Bild noch überhaupt nicht spezialisiert. Ich wusste noch nicht, wohin mit meinem Charakter. Und ich glaube, meine Mimiktier macht hier den Boss einfach allein fertig. Ich bin gespannt. Ja. Das ist so ein bisschen... Ich hätt Bock auf ein Pokémon-Spiel, das genauso funktioniert. Also das muss kein Lizenz-Pokémon-Spiel sein, aber von der Idee her, man trainiert seine Krieger und lässt sie dann in Arenen gegen solche Bosse hier antreten. Ich fänd's cool. Ich hatte jetzt auch im Hintergrund schon Material für ein Gladiatoren-Arenen-Video gesammelt und da hattest du ja auch, ich weiß nicht welches Final Fantasy, aber da gibt's dann sowas in der Richtung, ne? Genau, Final Fantasy 15. Nee, doch, 15 ist das, genau. Mit der Boyband auf Roadtrip, glaube ich, ne? Genau. Da gibt es so eine Arena, wo man eben verschiedene Kreaturen, also so normale Gegner aus dem Spiel, gegeneinander antreten lassen kann. Und ich mag sowas immer total gern. Dein zweiter Run ist so leicht, dass selbst der Mimik die Bosse schafft. Ja, aber es wird spannend. Es wird spannend zwischen den beiden. Es wird spannend. Ich bin mal gespannt, ob er runterfällt, ob beide runterfallen. Kann meine Mimiktier in die Schlucht fallen? Oder wird die auch von der unsichtbaren Hand geschützt, so wie die Bosse? Das ist jetzt die Frage. In der ersten Phase hat meine Mimiktier den ganz schön fertig gemacht, aber jetzt wird's aber echt spannend. Kannst du einfach daneben stehen und zusehen, wie dein Schüler stirbt. Bei mir wärst du schon längst dazwischen gegangen. Aber ja gut. Nee, ich glaube einfach nur. Ich habe einfach nur an die Macht meines Schülers geglaubt. Wow, krass. Ja, es ist echt krass. Aber das finde ich cool. Okay, so macht's mir Spaß. Ich war jetzt am Anfang, habe ich mir ein bisschen gedacht, ach komm, ich bin viel zu mächtig. Das macht doch keinen Spaß, ist doch doof. Aber dass wir jetzt einfach hier Pokémon-mäßig unsere Mimiktier gegen alle Bosse im Spiel antreten lassen, das ist ein gutes Konzept. Da bin ich dabei. Aber lass doch irgendwann ins Poké-Center gehen, ne? Ach, genau, stimmt. Wir sind gerade im Poké-Center. Genau, eben. Dum, dum, da, da, dum. Das ist ja auch ganz nett, weil alle anderen Tiers beschwört man mit Mana.
Aber diese Mimiktier, dafür muss man ein Drittel seiner Lebensenergie opfern, damit man die beschwören kann. Finde ich einen netten kleinen Kniff. Und Crusader, dankeschön fürs Abonnieren. 26 Monate in Folge. Das ist echt lange. Cool, dankeschön. 18 sind wir ja dieser Ritter der Tafelrunde angekommen. Genau. Und das ist echt weird, weil in meinem ersten Playthrough bin ich hier hundertprozentig schon hergekommen, bevor ich diesen Boss geschafft habe. Und ich weiß nicht genau, was das ausgelöst hat. Plötzlich, ich habe mich an ein Feuer gesetzt, kam sie an und hat gesagt, hey, sorry, dass ich dich testen musste, aber hier kannst du jetzt in unseren Superhelden-Hideout und so. Ah, nächster Bosskampf. Zumindest auch so ein Kampf, an dem ich mir echt die Zähne ausgebissen habe. Los geht's. Auch hier ohne Tier. Ich war tatsächlich frustriert von diesem Ort, weil man hier offenbar nicht rausgehen kann, sondern nur schnell reisen kann. Mhm. Das ist so ein bisschen die Hub-World, die so Souls-Spiele standardmäßig gerne mal haben. Wer bist du denn? Der rasende Albert. Nee, rasende... Was? Der rasende so. Albrecht. Ach so. Am Anfang so ein harter Gegner. Ja. Aber das ist tatsächlich ein Gegner, so ein Invader, den kann man auch schon am Anfang relativ leicht auswendig lernen, finde ich. Das geht. Aber trotzdem. Ist der zweite Playthrough eigentlich, dass du schon Elden Lord bist und quasi so in deine Erinnerungen schwelgst? Ist es... Vielleicht so Fanfiction. Wahrscheinlich schreiben wir jetzt das Buch unserer Heldenreise und deswegen sind wir genau. So übermächtig. Da schreibt man halt dann nicht unbedingt, dass man 100 Mal gegen irgendeinen Boss verloren hat, sondern man schreibt, wie man da episch reinmarschiert ist in die Arena und so weiter, ne? Deswegen wahrscheinlich. Apropos Metakonzepte, kennst du The Stanley Parable? Ja, klar. Total. Ja. Mag ich total gern. Ich habe jetzt das Neue noch nicht gespielt, den Re-Release, aber das Original damals mochte ich total gern. Riesenfan. Fisch Knusperli. Hi, willkommen. Und. Nabend. Golden Crusader, dankeschön für die Bits. Das Spendenglas wird aufgefüllt. Hurra! Das ist immer schön. Kennst du so Spendengläser auf Twitch? Ich hab sie noch nicht, aber ich kenne sie ja. Weil ich finde das immer total schön, weil das so eine schöne Physiksimulation ist. Das ist wie das alte Logo von. Von Lionhead Studios. Die füllen sich quasi mit so Pixel auf und werden immer voller und voller. Und wenn dann ein Abo kommt oder eine große Spende, dann hat das mehr Gewicht als die ganzen kleinen Spenden. Und dann fällt quasi dieser schwere Tropfen in dieses Glas voller leichter Tropfen und dann gibt es immer riesenschöne physikalische Explosionen. Ich finde das immer total schön. Ich mag immer noch in Videospielen so Physiksimulationen total gern. Und dieses Spendenglas ist eben so eine Mini-Physiksimulation im Stream. Ich finde das super schön. Aber sind da gerade wirklich, also ich muss fragen, sind da gerade wirklich so viele Bits gerade reingeflogen wie. Oh, was genau, und jetzt guck. Boah, ist das nicht schön? Ich mag das. Das war jetzt quasi, Dankeschön, Fallen Crusader, übrigens fürs Danke. Vorführen. Das war jetzt gerade ein 100-Bit schwerer Bit und die anderen waren lauter einer Bits. Danke fürs Vorführen, nur weil ich es sehen wollte. Genau. Jetzt würde ich aber gern sehen, wie das mit einem 200er aussieht. Das wäre interessant. Wir machen dann 50-50 danach, würde ich sagen. Mach doch mal zum Vorführen jetzt einfach mal so ein 10.000er Bit oder sowas, damit man das mal ordentlich sieht. Ich glaub nicht, dass es sowas gibt, oder? Jedes Mal, wenn du vor diesem Händler stehst, ich hätte manchmal Bock, einfach in einem Fantasy-Spiel ein Händler zu sein. Ich weiß, dass es so ein Anime-Spiel gibt, wo man das meinen kann, aber... Dieses Atelier, oder wie das heißt, ne? Da habe ich mal einen Teil davon gespielt. Ich fand es sogar ganz nett eigentlich. Aber ja, es gibt auch... Da habe ich einen Key jetzt kürzlich bekommen. Ich habe es mir mal angeguckt, aber ich bin nicht wirklich reingekommen. Aber es gibt so ein mittelalterliches Schwertschmied-Simulationsspiel, das wohl auch so ein bisschen in die Richtung geht. Da schmiedet man seine Sachen und stellt die aus und verkauft die dann einfach. Ja, genau. Ich dachte gerade nämlich, dass du auf Potioncraft Simulator hinaus willst, weil da kann man ja Zaubertränke brauchen. Ah, ja, ich genau. Faszinierend, wie viele Spiele es in dieser Richtung gibt. Ja, ja, total. Du weißt ja, nicht umarmen, ne? Nicht umarmen. Ja. Aber... Nee, was?
Ich wollte nur sagen, das ist das Erste, was ich über dieses Spiel herausgefunden habe, dass man hier Leute nicht umarmen soll. Aber in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht so schlimm, dieses Umarmen. Oh, Fallen Crusader, dankeschön. 1000 Bits. Jetzt kommt die Riesenexplosion. Ich bin mal gespannt. Schön. Sehen nur die Discord-Übertragung. Ah ja, genau. Natürlich diese ganzen Effekte nicht, aber oh, ich bin sehr gespannt. Boah, krass. Ich find's schön. Dankeschön, wirklich voll, Crusader. Dankeschön. Das ist echt super nett von dir. Ich weiß ja, wir haben hier so ein physikalisches Labor hier. Wir gucken, wie diese Herzen funktionieren. Genau. Nur darum geht's. Genau. Ich rede hier nur jetzt schnell mit allen NPCs, damit die Storylines von denen voranschreiten und ich neue Händleroptionen und sowas freischalte. Du bist so selbstlos. Ja. Die Story von ihm ist sehr, sehr tragisch. Die sind auch nett und schön, aber auch am Schluss dann echt, das hat mir sehr leid getan. Das ist aber der ist wahre Held hier. Aber trifft das nicht auf jede Figur in diesem Spiel zu? Das stimmt, aber er ist halt so likable. Eher wirklich. Ihn mag man halt einfach. Es gibt halt auch so Charaktere wie den Dung-Eater. Da denkt man sich eher so, oh, ey, du hast Schlimmeres verdient als das, was jetzt mit dir passiert. Aber dann gibt es eben auch so Figuren wie ihn, wo es einem das Herz bricht. Ja, na gut, weiter geht's mit unserem Mimic versus Everyone. Mimic versus the World Run. Das ist ein guter Titel. Fashion Run, genau, Battler Run machen wir ja gerade nicht. Genau. Ja, genau. Ich habe vergessen, wie man sich teleportiert. So. Dann machen wir jetzt weiter. Dann rush ich jetzt durch die Burg gleich zum nächsten Boss. Von einem Boss zum nächsten. Das finde ich gut. Der Boss-Train. Aber liebe Kinder, ihr wisst ja, ne, nicht Pokémon nur mit einem Pokémon spielen, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn man das machen würde, wäre das so schnell so übermächtig. Ist das nicht eh so ein bisschen die Pokémon-Experience, dass man ein Pokémon hat, das ganze Team mitzieht? Bei mir war es zumindest so. Als ich naive neun Jahre alt war, habe ich genauso gespielt, bis ich nämlich dann mal mein Boss-Monster gelegt worden ist und ich dann nicht weiter wusste. Und seitdem habe ich das nie wieder so gemacht. Ah ja. Ich meine, ich fand auch damals bei Rot-Blau war die Top 4 schon echt super hart, finde ich. Richtig schlimm, ja. Das war echt, da habe ich mir so die Zähne ausgebissen. Im Nachhinein war ich ein bisschen doof, muss ich sagen, weil ich hätte mir einfach nur sehr viele Top-Beleber und Tränke und so kaufen müssen. Aber mein Gott, ich war halt jung und keine Ahnung, wollte ohne Items durch oder so. War auf jeden Fall cool. Ich mich gerade, war Toppeleber wirklich ein Item, das man kaufen konnte oder musste man das finden? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. War nicht mega selten. Wenn mich nicht alles täuscht, konnte man in dem Shop vor der Top 4 so ziemlich alles kaufen. Also zumindest einige sehr gute Items. Und wenn es nicht Toppeleber war, dann wenigstens Beleber oder sowas. Das ist ja auch schon nicht schlecht. Hi Katka. Katka, du bist doch so retrofit. Wie war denn das, wenn du es weißt, bei Pokémon Rot und Blau? Konnte man da Toppeleber im Shop vor der Top 4 kaufen oder nicht? Das ist die große Frage. Sonst können wir heute Nacht nicht schlafen. Ganz wir genau. Müssen es echt nochmal spielen, um das rausfinden zu müssen. Können. Die Sprungattacke. Mit zwei Waffen ist einfach das Beste. Ich finde es übrigens, finde ich so lustig und so albern, dass ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich hier mit zwei Hellbarden rumlaufe. In jeder Hand eine Hellbarde. Ich glaube, das ist schon allein vom Gewicht her super albern eigentlich. Das macht's gerade so cool. Ach so, Retro Game schreibt, Beleber kann man kaufen, nicht Top-Beleber. Okay, na gut. Und Katka schreit. Das wäre ja krass gewesen. Katka schreit in den Chat. Kein Problem mit Caps. Ach so, du weißt es nicht. Okay, na gut. Ja, aber ich habe mir während der Pandemie habe ich mir tatsächlich wieder die Pokémon Silberne Edition geholt und es ist unglaublich, wie dieses Spiel mich 20 Jahre später immer noch zum Weinen bringt. Inwiefern zum Weinen? Weil es so schön ist. Ja, erstens ist es so wunderschön und zweitens, es gibt manchmal echt fiese Arena-Kämpfe, wo der Typ halt irgendwie ein ziemlich krasses Pokémon hat, wie zum Beispiel Gengar, und du musst ja wirklich mit 6 Pokémon dagegen antreten und überlebst es so aus Glück. Ja. Was wunderschön war es, ja.
Das war schon irgendwie echt cool bei den älteren Pokémon-Spielen. Ich finde es echt schade, dass da die Schwierigkeitskurve so stark abgenommen hat. Die Merlin kommt gerade nach Hause. Die war heute den ganzen Tag bei einer Fortbildung. Ich muss mal schnell die Tür aufmachen. Ich habe den Schlüssel stecken lassen. Moment. Alles klar. Dann lieber Chat, während der liebe Lansquid wieder unterwegs ist. Schaut gerne auch bei mir vorbei. Heute euer Co-Moderator, Elden Ring-Anfänger, bin ich hier heute unterwegs mit meinem Elden Ring-Meister. Falls ihr euch mal bei mir vorbeischauen könnt, da ist der Link. Tja. Ja, und habt viel Spaß. Da bin ich wieder. Ah, genau, um Khadgars Frage zu beantworten. Genau, ich bin Michael alias Xenaros oder Taneros und habe mit dem lieben Lansquid schon so einige Lore erkundet. Wir nennen uns Sherlock und Sherlock. ich schreibe das mal kurz in den Titel mit rein. Warte mal. Sherlock und Sherlock. Genau. Genau, wir haben beide nämlich zusammen einer der größten Fallout-Mysterien, überhaupt keine Übertreibung, aufgelöst. Der mysteriöse Fremde heißt gar nicht Farmer in Fallout, auch wenn es alle geglaubt haben, aber wir... Ganz genau. Das war hauptsächlich eigentlich deine Entdeckung. Ah, oh, nicht doch. Muss man schon mal hier Credit, wem Credit gebührt. Wobei du ja letztens, du hier, ne, mysteriöser Fremder-Video und die Kombination aller Theorien, da hast du mich nicht erwähnt. Doch, habe ich gemacht. Echt? Ja, habe ich ganz sicher gemacht. Dann muss ich mir das mal angucken. Doch, ich habe ganz sicher dich erwähnt bei der letzten Theorie. Bevor ich die Kombination aller genannt habe, habe ich gesagt, dafür muss ich, ich weiß nicht mehr, ob ich dich Michael genannt habe oder Taneros. Aber das Lustige ist, jedes Mal, wenn ich irgendwo in den Chat schreibe, die Leute sagen auch mal Taneros. Ja. Taneros, oder? Aber ich glaube, das ist dieses TH. Wenn man das sieht, denkt man sofort Englisch. Denkt man sofort TH halt einfach. Ich erkläre euch das ganz kurz im Chat. Das bezieht sich nämlich aus den beiden Wörtern Thanatos und Eros, Zerstörungs- und Aufbautrieb. Mhm. Aha. Das ist ziemlich cool. Mit 21 hat man mal coole Ideen gehabt. Wo sind wir denn hier gerade in diesem schönen Gemäuer? Vor dem Video habe ich nie gehört, dass der Farmer heißen soll. Das haben viele geschrieben. Das habe ich oft gelesen, auch auf Reddit. Ich glaube, das war wirklich eher so in Deep-Lore-Kreisen irgendwie so ein Ding, das sich umgetrieben hat. Aber in den Spielen wird es ja auch nie erwähnt. Also das war ja wirklich ein Eintrag in den Wikis, dass da falsch eingetragen war und dass dann viele Lore-YouTuber in ihre Lore-Videos übernommen haben. Und so hat das quasi so seine Kreise gezogen. Aber ich glaube, wenn man halt einfach nur die Spiele spielt oder so, dann hat man das auch natürlich überhaupt nicht mitgekriegt. Vor allem so lustig, ne? So richtig seriöser Text, a.k.a. Farmer. Ja, total komisch. Ja. Aber es über, ich weiß nicht, wie viele Jahre waren es, schon ein paar Jahre, niemanden aufgefallen scheinbar. Krass. Tja. Schon witzig. Ja, hast du vor allem dann auch die letzte und neue Theorie, die auf dem Discord entstanden ist, über den mysteriösen Fremden mitbekommen. Die mag ich nämlich echt gerne, dass der mysteriöse Fremde quasi eine Art Tulpa ist. Eine mentale Energie, die sich personifiziert, weil das gesamte Ödland alle Hoffnung und alle positive Energie auf die Hauptfigur lenkt, weil sie Geschichten hört, Gerüchte von einem mysteriösen Wesen, das quasi hier Raiderbanden ausräumt und so weiter. Und dadurch manifestiert sich dann dieser Wunsch nach Frieden und Freiheit beim Helden. Okay. Ich muss für mich gerade noch feststellen, wo ich sie ranken würde von all den Theorien, die existieren. Ich meine, die ist jetzt nicht so wirklich irgendwie in der Lore verankert. Das gibt es jetzt nicht so wirklich Hinweise in den Spielen dazu. Aber es würde alles Sinn machen. Namen Tower 117 TBR. Hallo Tower. Und hallo Johnson und hi Mr. Hawkeye und hallo JFK, alle zusammen. Ah, hier, beiden guck, griechischen Götter. Genau. Vollen Crusader hat es erraten quasi wahrscheinlich schon, bevor du es erklärt hast, oder? Ja, hat er. Sehr, sehr gut.
ist der Wiki mittlerweile eigentlich geändert. Ich glaube, einen Tag nach deinem Video, oder? Genau, ich glaube, am selben Tag noch, als das veröffentlicht wurde, wurde das von irgendjemandem tatsächlich geändert. Wir haben quasi einen Beitrag zu einer besseren Lore-Welt für Fallout geleistet. Ah. Ist das nicht schön? Ja, an dem Abend bin ich echt zufrieden eingeschlafen. Gym-Titel ändern kannst du mir auch sagen. Stimmt, Katka, stimmt. Katka hat jetzt, der war nämlich schon länger Mod hier quasi im Stream, aber hat jetzt auch die Rechte bekommen für, weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Und jetzt kann er auch Stream-Titel und sowas ändern. Das ist schon praktisch, wenn das jemand im Chat machen kann quasi. Ja, dann da Glückwunsch zu deiner Beförderung. Top, top. Ich habe mir jetzt am Wochenende Dark Souls 2 im Steelbook gekauft, in einem An- und Verkaufladen. Und ich höre, es ist irgendwie nicht das beste Dark Souls, aber ich will sie ja trotzdem jetzt sammeln. Ja, es hat allgemein nicht den besten Ruf, aber ich mochte es. Das hat halt so ein bisschen die Krankheit, dass es irgendwie Gegner ganz gerne recycelt. Und dann sagt es halt so irgendwann mal plötzlich, hier, guck mal, den Boss hast du doch schon mal geschafft. Jetzt kämpf gegen zwei davon. Und die Gegnerplatzierung wirkt überhaupt nicht ganz so durchdacht wie bei anderen Souls-Spielen. Aber ich find's gut. Mir hat Dark Souls 2 trotzdem voll Spaß gemacht. Also ich find's nicht schlimm oder so. Aber halt. Diese Taube hat mich gerade mit einem Fass geworfen. Ja, die sind absolut schreckliche Gegner. Wenn ich nicht so überpowered wäre, hätte ich super viel Angst vor denen. Die sind wirklich schlimm. Die könnten auch Elden Lord werden, ohne Probleme, glaube ich. Die Fasstauben. JFK hat da mal eine Frage, Lance. Gut. Ja, bitte, frag drauf los. Geiler Bart, Chef. Meinst du mein Bart? Den habe ich auch zusammen mit meinen Haaren ein bisschen gestutzt jetzt. Ja, das ist nämlich heute ein Fashion-Stream, genau. Und ein Pokémon-Stream und Speedrun. Alles kommt zusammen. Alles. Da muss man sich schick machen. Nee, ich mag Elden Ring irgendwie. Hat so irgendwie gleiches Gefühl wie, ich weiß nicht, ob du Death Stranding gespielt hast, aber ich mochte auch einfach mal, dass ein Spiel unangenehm ist. Und das habe ich jetzt bei Elden Ring auch wieder, so ein angenehmes Unangenehmsein. Ja, ich fand Death Stranding auch total super. Ich mochte das auch echt gerne. Ich fand vor allem, weiß nicht, hast du es mit dem Controller gespielt oder Genau. PS4. Weil ich finde dieses Spielgefühl, also dieses Gefühl für den Charakter und seine Balance und sowas, war schon perfekt auf. Ich weiß nicht, wie es mit Tastatur und Maus ist, aber mit dem Controller fühlte sich das schon echt super an. Das war toll. Ich habe da sogar ein Video dazu gemacht mit der sehr provokanten These, die sich erst noch bewahrheiten muss, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass das eintritt, dass Death Stranding das nächste Super Mario ist. Wenn es um Spielgefühl geht und um Gefühl für den Charakter. Das ist auch, das ist eine schöne YouTube-Headline. Death Stranding ist das nächste Super Mario. Genau. Lest euch unbedingt mal auf Amazon Rezensionen dazu durch, wenn Leute digitale Buße schreiben oder so. Es ist großartig, wie Leute das nicht verstanden haben, dieses Spiel. Ja. Es wurde auch sehr gespalten aufgenommen. Ja. Aber ich fand es total super. Ich mochte Death Stranding oder mag es immer noch echt gerne. Dieser eine Windritter vorher hätte mich jetzt echt beinahe tatsächlich fertig gemacht. Ich wollte es gerade sagen, du hättest gerade fast aufwachen müssen. Ja. Beinahe, genau. Hätte ich nicht mehr so in Trance vor mich hinspielen können. Das stimmt. Fallen Crusader, danke fürs Abo verschenken. Hat insgesamt schon 42 Abos verschenkt. Wow, dankeschön. Voll cool. Liebe Death Stranding, mega entspannt einfach. Das ist auch cool, ja. Ich mag das auch gerne, wenn man so durch die Welt läuft und dann die Musik so random einsetzt, wenn man gerade hinter irgendwelchen Kulissen im Hintergrund so mit seinem Sam entlang läuft. Das ist alles schon sehr schön auch designt. Genau, gerade weil das so eine Open World ist, die du dir erschließen musst. Ne? Genau. Nichts mit irgendwelchen Icons, sondern dieses Gelände ist schon der Feind, dass du irgendwo drüber kommen musst. Ach, großartig, ich muss es nochmal spielen. Ja, das mochte ich auch echt super gerne.
weil dieser Director's Cut wieder offenbar zu viele Sachen hinzugefügt hat, die da überhaupt nicht reinpassen, wie zum Beispiel so ein Paketkatapult oder ja. Autorennen oder so. Nee. Ich habe den mal gespielt, aber ich glaube, das ist wirklich eher so ein bisschen Endgame-Content. Das ist schon alles ein bisschen komisch, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also, das ist halt so ein bisschen so, wenn du schon alles gemacht hast, was man machen kann, und wenn du schon alles gesehen hast, dann schaltest du diese bisschen absurden und over-the-top-Technologien frei. So war es ja auch in Metal Gear Solid 5 schon oder sowas. Ich mag das eigentlich schon, wenn Spieler am Schluss dann ein bisschen durchdrehen. Das dürfen die, finde ich. Genauso wie du mit Elden Ring dann Easy-Mode freispielen darfst, wenn du schon genug genau. gelitten hast, ne? Genau. Darf ich mir von deinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin Katka wünschen, kannst du im Stream-Tag mein T klein machen? Ich werde klein geschrieben. Ansonsten ist alles richtig. Danke dir. Okay. Ich werde ein Lob bei Lanskitsch für dich aussprechen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wo ich genau lang muss. Aber wir werden schon irgendwo hinkommen, glaube ich. Das Problem ist, es ist ja so, von der Orientierung her, wenn du in Gegner reinläufst, das kann ja überall sein, ne? Ja. Ich kann mich auch an dieses Schloss ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern, in dem wir hier gerade sind. Also von der Architektur her, von der Map her. Aber ich glaube, es passt schon. Ich glaube, es gibt mehrere Wege, die aber letztendlich alle dann zum richtigen Ort führen. Hey, ich glaube, der ist recycelt worden, der Gegner vor dir. Ja. Ich kenne den irgendwo her. Ja, das stimmt. Das macht der Elden Ring auch oft. Es wird auch oft gesagt von Fans, dass Elden Ring so ein bisschen das Dark Souls 2.2 ist oder das Open World Dark Souls 2. Bei Elden Ring das halt auch gerne macht, dass Gegner recycelt werden, gerade gegen Ende, was halt einfach an der riesigen Open World liegt. Dark Souls 2 hat halt diese Ausrede nicht, dass es so eine riesige Open World ist. Deswegen ist man da nicht so gnädig damit. Hier, diese Hunde hier, die können unter Umständen, zwei davon, beißen dich ein paar Mal. Du kriegst Blutungsschaden und bist einfach instant tot. Die sind nämlich auch noch so super schnell. Ja, sehe ich. Also die sind unter Umständen echt mitunter die schlimmsten Gegner im Spiel. Aber wenn ich so drüber nachdenke, könnte man das über jeden dritten Gegner im Spiel sagen. Insofern, naja. Wir hatten ja letztens darüber gesprochen, dass Hunde in allen Spielen scheiße sind. Das stimmt. Also zumindest genau, als außer Gegner. Außer wahrscheinlich in Nintendogs. Ja, Nintendogs nicht. Ja. Und in Fable 2, der Hund ist auch cool. Ich glaube, Fable 2 ist dafür verantwortlich, dass seitdem in jedem Open-World-RPG, in jedem zweiten zumindest ein Hund als Begleiter dabei sein muss. Gibt es ja immer mal wieder so Spiele, ne? Ich weiß auch nicht, woher der Bogen kam. Es müsste Crysis gewesen sein. Als er plötzlich auch in jedem Spiel auftauchen musste. Ja, aber Bogen geht ja schon. Ich meine, Turok war ja schon so das Bogen-First-Person-Shooter-Spiel, ne? Oh nein, ich bin wieder hier. Wir sind irgendwie im Kreis gelaufen. Mr. Hawkeye hat vollkommen recht. Dogmeat ist auch nicht scheiße. Das stimmt. Also sobald Hunde unsere Gegner sind, sind sie scheiße. Resident genau. Evil, Elden Ring, weitere Beispiele. Genau. Aber aber da fällt mir gerade zum Beispiel, hast du The Last of Us 2 gespielt? Ja, stimmt, die sind auch blöd. Stimmt. Da fand ich nämlich die Hundegegner auch super schlimm, aber nur deswegen, weil sie mir so furchtbar leid getan haben. Das ist nämlich echt schlimm, wenn man diese Hunde tötet und dann gehen diese menschlichen Gegner mit ihrer, oder auch andersrum, wenn man die Menschen tötet und dann gehen die Hunde mit ihrer relativ guten KI zu ihren toten Herrchen oder Frauchen und winseln und stupsen die mit der Schnauze an und so. Das war schlimm. Ich bin ohne Witz wirklich im letzten Dritten des Spiels mit Ellie an allen Kämpfen, wo Hunde beteiligt waren, einfach vorbeigelaufen. Ich bin einfach durchgelaufen und habe alles stehen lassen, weil ich wollte keine Hunde und keine Hundebesitzer in dem Spiel mehr umbringen. Ich wollte mittendrin eigentlich gar keinen mehr töten, dachte mir echt nur noch so, Leute, legt's bitte nicht drauf an, ich will euch nicht umbringen, ja. Man kann diesem Spiel so gut wie gar nicht stealthig sein. Du stirbst jetzt. Ich weiß schon, ich habe mir gedacht, ach, ich lauf mal schnell durch hier. Ja. Diese Tonnentauben, diese, ja. Die darf man nicht unterschätzen. Okay, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Moment. Bin ich hier nicht das letzte Mal lang gegangen? Irgendwann finden wir schon irgendwo. Ich habe ein Déjà-vu. Also ich meine, logisch, dass du jetzt wahrscheinlich auch ein Déjà-vu hast, weil du es schon alles mal gespielt hast, aber ja. Ah, der. Oh Gott, ich glaube, ich habe uns gerade umgebracht. Ich
Mein Gott, die haben so eine krasse Pose, oder wie der Wert heißt. Die sind so stabil. Die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, diese großen Kerle hier. Sagtest du, und der Stab. Ja. Aber ne, anerkennen. Man sollte Feinde anerkennen. Diese Tonnentauben vielleicht nicht, aber ja. Ja. Na gut. Oh, wo kommst du denn her? Ob ich diese Tonnentaube nach innen verirrt. Oh. Feind. Geht ja einfach mal woanders hin. Nee, aber das, wo ich gerade lang gegangen bin, ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich bin wahrscheinlich irgendwo falsch abgebogen. Ich muss nur vielleicht wenigstens 20% meines Hirns jetzt wieder in Elden Ring leiten, damit wir hier weiterkommen. Tja, an solchen Stellen wünscht man sich Navi zurück, und wenn man Navi hat, will man Navi nicht, ne? Stimmt. Ich fand ehrlich gesagt Navi nie nervig, ehrlich gesagt. Als ich damals Zelda gespielt habe. Erst im Nachhinein kamen dann die ganzen Memes, und dann habe ich erst quasi so kulturell anerkannt, dass Navi nervig ist. Aber mir ging es gar nicht so. Eigentlich. Oder hat man dich überzeugt? Das ist jetzt schwierig zu sagen, ne? Ja, weil genau. Jetzt darf ich nicht wahr sein, dass ich... Wen habe ich jetzt gerade vergessen? Wie heißt sie denn? Resident Evil 4. Ah, Ashley. Ashley. Ich habe Ashley auch nie als nervig empfunden, weil ich habe sie ja gern beschützt, weil ich mag... Das war für mich eine bessere Escort-Mission als sonst in anderen Spielen, bis ich dann rausgefunden habe, man muss Ashley nervig finden. Mir ging's da auch so. Ashley, genauso wie Navi, ich fand die alle nicht nervig damals. Und ich würde auch sagen, ich finde sie heute nicht nervig. Ich hab's nur akzeptiert, dass die als nervig gelten, quasi. Es ist offenbar, wenn man in so einem Gaming-Wirtshaus ist und dann mit seinen Leuten zusammensteht, dann muss man bestimmte Meinungen auch haben, um keinen genau. Streit anzuzetteln, ne? Genau. Ja. Voll Crusader, nochmals Dankeschön. Hurra! Und hey Ninja Master, wie geht's? Navi ist nicht so nervig wie Midna und Fia. Midna. Darf ich raten? Ist es Final Fantasy? Nee, das ist auch Zelda. Okay. Midna ist dieser Schatten, diese Schattenprinzessin, die einem in Twilight Princess begleitet, und Fia das Schwert aus Skyward Sword. Midna kann ich mich zumindest öfter erinnern, weil die den Playthrough ganz oft unterbricht, also das Gameplay unterbricht. Plötzlich an den unmöglichsten Stellen kommt die und sagt, ach ja, übrigens, Tutorial so und so, 5 Seiten Text. Das stimmt. Das ist schon ein bisschen nervig. Wie heißt die Eule nochmal? Oh, keine Ahnung. Hat die einen Namen? Doch, die hat einen Namen. Aber den weiß ich nicht. An der habe ich auch immer versucht, dran vorbeizulaufen, damit ich nicht in ihr Text genau. Wird ausgelöst Feld komme. Ja. Wobei das lustig ist, dass man dieses eingebaut hat, dass man es versehentlich wiederholen kann. Ja, das ist das standardmäßig vor allem. Wenn dann am Schluss die Frage kommt, hast du mich verstanden, steht der Cursor standardmäßig auf Nein, wiederhol's bitte nochmal deinen 5 Stunden langen Text. Oh, das ist super, ja. Die fand ich wirklich nervig, auch damals schon, das stimmt. Viel nerviger als Navi oder alle anderen Zelda-Companions ever. Ich hab's ja jetzt, weil meine Zuschauer mich dazu gezwungen haben, habe ich es ja jetzt mal nachgeholt. Und ich muss sagen, ich find's echt gut. Manche Designentscheidungen ist halt natürlich aus heutiger Sicht altbacken oder veraltet. Ansonsten macht's mir echt schon Spaß. Vor allem, es wirkt halt so gigantisch, dieses Abenteuer, dafür, dass das Spiel so alt ist, ne? Also, ja. Also ich hatte damals natürlich noch nicht so den Videospielhorizont, den ich heute habe. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwer, das zu vergleichen. Aber ich habe schon auch heute noch das Gefühl, dass das im Kontext seiner Zeit auch sehr fortschrittlich in vielerlei Hinsicht war. Beratung bei Retro brauchst, melde dich. Katka, das mache ich sehr gerne. Weil lustigerweise seit der Pandemie spiele ich entweder nur stressige Spiele oder alte Spiele. Also, Leute, mein Geschmack ist komplett. Ja. Falls übrigens irgendwer von euch zufällig weiß, wo ich hin muss, dürft es mir gerne sagen. Nee, schreibt mal bitte in den Chat, wir brauchen ein Navi. Ich glaube, das sieht sehr gut aus, wo wir jetzt sind. Aber das haben wir noch nicht gesehen, ergo müsste das richtig sein. Ja, genau. Ich glaube, ich gehe auch da lang jetzt.
So, und jetzt kann ich meine Mimik beschwören. Jetzt Mimik-Zeit. Mimik, töte bitte absolut alles hier. Das wäre sehr freundlich von dir. Also bist du jetzt quasi der Trainer, der zum Veranstaltungsort hingefahren ist? Genau. Mimik ist noch ein bisschen taghaft. Ich glaube, ich muss den... Ah, da kommt der erste Pfeil. Guck. Komm, lass dir das nicht bieten. Komm schon. Der hat dich provoziert hier. Das kannst komm du nicht hinnehmen. Schon. Ich muss, glaube ich, den Kampf einleiten, sonst wird das nicht. Das haben wir dir nicht beigebracht. Das darf nicht wahr sein. Jetzt fängt er an, hier Lampenfieber zu kriegen. Jetzt komm schon. Na, guck, jetzt geht's los. Ah. Hast du der Mimik mal einen Namen gegeben oder heißt er einfach nur Mimik? Der heißt einfach nur Mimik-Tier, aber wir könnten dem einen Namen geben. Im Chat schreibt mal rein, wie ihr den nennen genau. Wollt. Genau. Macht mal eure Vorschläge, wie man Mimik... der kämpft sich ganz schön cool durch, richtig muss man gut, sagen. Richtig gut. Also ich wäre ja für Ralf. Für Ralf, von Ralf Reichts oder so. Finde ich auch nicht schlecht. Ich wünschte, ich wäre so gut wie meine Mimik-Tier. Das darfst du eben nicht sagen, sonst wird er zu übermütig. Stimmt, ja. Stimmt. Das kannst du mal bei einer Preisverleihung sagen oder so. Ja, am Schluss dann bei der Abschlussprüfung. Genau. Wenn er den letzten Boss alleine geschafft hat, das genau. Eldenbeast, und zum wahren Eldenlord wird. Und du gehst dann einfach in Rente, genau. 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 Dann wirft er nicht seinen Doktorhut hoch, sondern seinen Helm. Genau. Und du musst dann so eine kleine Träne verkneifen, genau. Hm. Na, jetzt schüchtern? Das mag er nicht mehr. Na gut, okay. Dann mache ich den für dich kaputt. Da stehen sie an ihren Flammenwerferfallen und wollen mich hier in den Hinterhalt locken. Wir haben jetzt schon hier Namen. Rolf, Chuck Norris, Alfredo, Medieval Terminator, Nuck-Chorus. Nuck-Chorus? Nuck-Chorus finde ich auch gut. Ich hätte gern mehr Hintergrundinformationen zu Alfredo. Ist das nur random oder gibt es da eine Geschichte dazu? Mr. Hawkeye. Alfredo. Und El Bastardo haben wir auch noch. Na gut. Auch Elden Ring spielen will. Mach doch, oder? Oder kannst du nicht? Kein Thema, JFK. Du kannst mir gern noch bei Discord zeigen. Wer braucht Beratung? Man könnte ja statt El Bastardo könnte man Elden Bastardo draus machen, aber. No. Sehr gut. Birdland Squid Rider. Mm. Verstehe ich nicht ganz. Da ist irgendein Witz hinter, aber ich komme nicht drauf. Man könnte natürlich auch Bird Squid Rider Land nehmen. Könnte vieles. Oh nein, guck mal, das gibt's im Spiel öfter. Das finde ich ganz nett. Manchmal gibt's so massive Steinstrukturen, die leuchten. Und du musst dann so besonders starke, dicke Gegner dazu bringen, dass die da draufhauen, weil sonst kriegst du es nicht kaputt. Und dann kannst du nicht looten. Finde ich irgendwie eine nette, kleine Rätselidee. Das ist cool. Und ich glaube, dieses Gemälde hier habe ich in meinem ersten Playthrough einfach nie gefunden. Aber gut, so ist das eben. Na gut, wir sind wieder auf dem richtigen Pfad. Sehr schön. Sergeant Slaughter, bist du ein alter WWF-Fan oder woher kommt das? Da gab es mal einen Wrestler, der hieß so Sergeant Slaughter. Damals als... Was? Sag du? Achso, ich musste das damals samstags immer gucken, weil mein Bruder das immer, als er klein war, auf DSF gucken wollte. Manchmal ist es samstags ausgefallen, dann konntest du stundenlang nicht mehr mit ihm reden. Und da waren noch Undertaker und Kane waren da total in. Ah ja, genau. Ach ja. Ich glaube, Sergeant Slaughter ist sogar noch ein bisschen älter. Den Undertaker gab es da auch schon, aber da waren noch so der Ultimate Warrior und Hulk Hogan mit dabei. Genau. Diese Spiele waren schon unterhaltsam und manchmal cringe. Also ich mochte es halt immer, eigene Leute zu bauen, wie ja, ein total. Weihnachtsmann oder so. Ja. Total super. Auf dem N64 hatte ich da WWF No Mercy, das so in Wrestling-Fankreisen bis heute als eines so der besten Wrestling-Spiele ever gilt. Und das hatte auch schon damals einen ziemlich guten Editor. Das war der Hammer. Da haben mein älterer Bruder und ich haben da wirklich so eine eigene Wrestling-Liga gegründet. Mit ganz vielen Charakteren, die ich auch heute noch ab und zu in meinen Editor nachbaue. Das ist schon cool. Ach nein.
Wir hatten eine super komplexe Storyline sogar. Total cool. Da habe ich damals mit meinem Bruder so quasi die erste Staffel von unserer Wrestling-Storyline zusammengeschrieben und dann Jahre später mit meinem Mitbewohner in der WG haben wir das dann ausgebaut. Wir haben ungefähr 5 Staffeln oder so an Wrestling-Storyline für die verschiedenen Charaktere uns ausgedacht. Am Schluss dreht es zugegebenermaßen ein bisschen durch, wie das sein muss bei so Serien, die so lange laufen. Da kommen dann Aliens und dann geht es in ein intergalaktisches Turnier und da ist dann Mr. Handsome, das schönste Wesen im ganzen Universum, gegen das man kämpfen muss und so weiter. Aber das ist schon verdächtig nach Wrestling 4.0 oder so. Okay. Es ist sehr stark Dragon Balls geworden. Ah, stimmt. Dragon Ball ist ja gewissermaßen Anime-Wrestling. Ja, okay. Im Grunde schon. Ich glaube wirklich so, als Kind habe ich wirklich gern Wrestling geguckt. Das fand ich ganz lustig, weil meine Uroma, die war damals auch mit ihren 60 Jahren total großer Wrestling-Fan. Und dann haben mein großer Bruder, ich und meine Uroma immer Wrestling gemeinsam geguckt. Da war ich 6 oder sowas. Das war total super. Und dann hat das aber irgendwie Anime so ein bisschen abgelöst für mich. Im Grunde ist Wrestling auch nur Anime ohne Superpower. Wobei, die haben ja sogar Superpower, nur nicht so eindrucksvoll. Also unglaublich, in wie vielen Anime-Serien es immer um Wettbewerb, ne? Kämpfen, Kartenspielen, ja, genau. Kreise, Digimon, Pokémon. Ich glaube, eine sogar Serien da kochen heute. Ja, das stimmt. Ist das der gleiche, der auch von der Schlucht runterspringt, oder ist das wer anderes? Das ist der gleiche. Der wird so ziemlich ein Standardgegner noch im Verlauf des Spiels im Grunde. Jetzt zieh doch dein Schwert, damit du wehrlos bist, danke. Ja, vor allem merkt man halt, dass Son Goku, also Dragon Balls, aber dann eben auch Son Goku so ein bisschen zum Prototyp dieser Populär-Anime-Geschichte wurde. Mhm. Weil wenn man sich so die Protagonisten anguckt, dann sind die alle immer genau Son Goku, nur eben in anderem Kontext. Im Grunde ist Naruto auch nur Ninja Son Goku und Ruffy ist Piraten Son Goku. Und selbst jetzt bei neueren Serien wie Jujutsu Kaisen gibt es da irgendwie noch sehr starke. Ich meine, das sind halt auch so Anime-Klischees, vielleicht auch durch Dragon Balls geworden, dass der Held zum Beispiel immer sehr viel isst, zum Beispiel. Das ist so ein Trope, der irgendwie nie stirbt, wahrscheinlich. Ohne einen Krieg herauf zu beschwören, eine Schlacht oder ein Gemetzel. Sword Art Online? Gut oder schlecht? Hab ich nie gesehen, das kann ich nicht beurteilen. Okay, das ist aber die beste Antwort. Gut. Alle anderen hätten quasi, wäre ich jetzt schon in einem Schützengraben quasi, auf einer Seite. Oder wie? Vermutlich. Also ich mochte das, weil das halt so ein MMO im Anime-Stil ist, ne? So ein bisschen Ready Player One. Das fand ich ziemlich cool. Aber auch hier höre ich, immer wenn ich in das Wirtshaus gehe, höre ich immer, dass der allgemeine Ton ist, man muss die Serie hassen. Ah, okay. Dann, ja. Na gut. Ich habe jetzt vor kurzem mal die erste Staffel von Overlord mir angeguckt. Das ist ja auch so ein bisschen so eine MMO-Parodie. Und die hat so eine ganz cringige Harem-Storyline, wo irgendwie zwei so weibliche Figuren unbedingt geschwängert werden wollen von dem Overlord. Also ganz schlimm cringy, finde ich. Uiuiui. Aber diese Rollenspiel- und Videospiel-Referenzen, die sind echt ganz gut in der Serie. Die macht sich sehr gut und auch clever lustig über so Videospielmechaniken. Da gibt es eine Passage vor so einem großen Endkampf. Da steht halt dann der Hauptcharakter auf so einer Klippe und bufft sich selber ungefähr eine Viertelstunde. Und sagt halt dann immer, gerade auf Japanisch ist das super lustig, sagt halt dann so, Super Strong Magico Protection, Super Strong Magico Ultra. Und das halt ungefähr für 5 Minuten oder sowas. Das ist schon super. Sehr, sehr gut. Was erwartet uns hinter dieser Nebelwand? Ah ja, genau. Da erwartet uns jetzt der erste richtige Oberboss quasi. Also der erste Elden Ring-Runenträger. Der aber ehrlich gesagt viel leichter ist als der erste Boss, den wir jetzt hier in der Burg begegnet sind. Also ich glaube, unsere Mimik wird den schaffen. Ich bin guter Dinge.
Aber die Flammenflächenangriffe in der zweiten Phase, von dem darf man nicht unterschätzen. Ich bin gespannt, aber ich würde Geld auf meine Mimiktier setzen. Aber schauen wir mal. Ah ja, Mimiktier, brauchen wir noch einen Namen. Genau, stimmt. Genau. Für was entscheiden wir uns denn jetzt? Ich fand Alfredo nicht schlecht. Ich bin immer noch bei meinem Ralf. Auch gut. Alfredo, Ralf. Ralf, Alfredo. Alfredo. Ralfredo, oh, das ist gut. Gut, dann gehen wir jetzt rein und lassen unseren Ralfredo gegen. Muss ich mich noch kurz, ich setze mich nochmal. Ich glaube, ich habe mich ins Feuer gesetzt, passt schon. Dann gehen wir jetzt rein und Ralfredo besiegt jetzt unseren ersten richtigen Boss, nehme ich an. Schauen wir mal. Ach, er ist das. Ah. Air. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Der irgendwie so Resident Evil-mäßige Experimente macht. Der Godric. Mhm. So Körperteile verpflanzen und so weiter. Diese ganzen Monster, die wir jetzt schon gesehen haben, die aus mehreren Armen und Beinen bestehen, gehen wahrscheinlich alle auf sein Konto. Also ist es hier quasi eine Konkurrenzfiliale zu Umbrella. Genau. Okay. Oder die Vorgeschichte. Alles spielt in einem Universum. Capcom würde es schaffen. Das sind immer die schönsten Theorien-Videos. Also ich selber mache so welche nicht, aber ich gucke die immer gerne. Wenn irgendwie mehrere Franchises, die nichts miteinander zu tun haben, zusammengewurschtelt werden. Wie könnte man vielleicht doch eine Verbindung herstellen? So was mag ich immer. Ich fand das bei Resident Evil Village so lame oder so lazy, dass man dann irgendwann mal im Raum ist und dann noch ein paar Dokumente reingeworfen hat. Ja, das hing alles miteinander zusammen. Ja, genau. So kurz vor Ende findet man noch schnell so ein Tagebuch und das ist die Connection. Ich meine, ich mochte ja Resident Evil 7 zum Beispiel echt gerne, aber auch da, dass dann am Schluss quasi Chris kommt und einem so die Superwaffe am Schluss hinwirft. Und das ist jetzt die Connection zum Resident Evil Universum, das war auch sehr lame. Hey, der Kampf... Hat er gewonnen? Naja, jetzt kommt die zweite Runde und der Kampf wird viel knapper, als ich dachte. Viel knapper. Eieiei. Ich glaube, er ist böse, wütend. Ich wäre auch wütend an seiner Stelle. Wenn er von Ralfredo so fertig gemacht wird. Aber der modifiziert sich jetzt quasi nur. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht mal, ob es notwendig ist, weil Resident Evil das alles miteinander zusammenhängen muss oder ob die das absichtlich machen, weil die Leute sich sonst beschweren würden. Also, bei Resident Evil 7 hätte ich persönlich zumindest besser gefunden, wenn die dieses Chris Redfield Easter Egg am Schluss nicht eingebaut hätten. Es ist einfach eine kleine, in sich geschlossene Geschichte in der Welt von Resident Evil und fertig, hätte ich super gefunden. Dass man da nochmal den Haken schlägt zu Umbrella und Chris Redfield, das war gar nicht notwendig. Finde ich zumindest. Okay. Oh, Ralfredo, komm schon. Das wird knapp, finde ich. Schauen wir mal. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ralfredo wird gefressen. Jetzt ist er roast. Ralfredo setzt seine zweite Phase ein. Komm ja, schon. Genau. Ich will einfach so im Hintergrund Kaffeekränzchen machen. Oh! Ups. Oh! Ups! Ich glaube fast, ich muss näher ran, damit Ralfredo besser kämpft. Aber der wird dauernd von seinem Drachenatem gefangen. Das ist natürlich schlecht. Ich krieg auch noch was ab. Hey, wenn der jetzt stirbt, dann springe ich in die Schlucht und versuche den freiwillig dann alleine mal. Ohne Ralfredo. Dann ist er wieder dran. Los, Fredo, lass nicht den Meister runterkommen. Nein, ah, guck dir das an. Nein, Alfredo. Das sieht nicht gut aus für Alfredo. Wir müssen ihn zum Focus Center bringen. Ich glaube auch. Ich glaube, wir werden dann gleich ohnmächtig und wachen im Focus Center wieder auf. Ich
fand das aber total cringe, wie oft das offenbar in den Spielen passiert. Du wirst ohnmächtig und kippst um. Ja. Und wenn man sich vorstellt, wie viele junge Trainer da reinlaufen und ohnmächtig werden. Ja. Und wachst irgendwie mit 50 Poké-Dollar weniger in der Tasche auf. Ah, der könnte es packen. Nee, du packst es, glaube ich. Ich komm schon, Alfredo. Oh, das sieht nicht gut aus. Es war knapp, aber Alfredo hat's erwischt. Mir wird schwarz vor Augen. Du hast 222.789 Seelen. Verlierst du die jetzt alle? Die verliere ich jetzt, ja. Aber das ist, glaube ich, okay. Boah, krass. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Seelen mehr. Oder so. Die kann ich mir jetzt sogar... Ein Trailerspruch. Genau. Die kann ich mir sogar wiederholen. Okay, jetzt versuch's ich mal. Ich weiß nicht, ob ich besser klarkomme mit dem als Ralfredo. Ah, jetzt leckt mein Spiel. Das ist gut. Ich sehe, es wurde immer noch nicht anständig gepatcht. Sehr gut. Nabend, Twitch-Turin. Nabend. Hallo. Ich glaube, das war's mit dir. Guten Abend. Au. Also bis jetzt hat Ralfredo eine deutlich bessere Figur gemacht als ich. Ich wollte gerade sagen, wir können den nicht wirklich tadeln gerade. Nee. Nicht, dass ihr gegeneinander antreten müsst und du wirst dann der Mimik und er ist echt. Es gibt wirklich die Stelle, da muss man gegen die Mimik hier kämpfen, damit man sie bekommt. Man muss sich als würdig erweisen. Da gibt es dann, wenn man will, den Trick, dass man sich einfach nackt auszieht, bevor man in den Bossraum geht. Und sich dann wieder ankleidet, nachdem er die Pforte durchschritten hat. Dann kämpft man halt gegen einen nackten, unbewaffneten NPC, was den Kampf ziemlich leicht macht. Und ist ja gestattet, weil man ja unfair spielen darf. Alles ist erlaubt in Elden Ring, finde ich schon. Ninja Master, ich weiß, dass die nicht Seelen heißen, die heißen Runen, glaube ich. Ja. Also mein Meister Lance Goodbird-Rider hat mir das erklärt, aber er meinte, es ist nicht schlimm, weil das die gleiche Funktion ist. Es ist alles, alles sind Seelen und alles sind Leuchtfeuer, finde ich. Ich weiß gar nicht, was sind es denn in Bloodborne eigentlich? Blut ist es da wahrscheinlich, oder? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Würde auf jeden Fall passen. Waren für mich auch Seelen. Eindeutig. Wisst ja, wir machen ja immer noch dieses Experiment, wie würden 10.000 Bits in diesem Glas aussehen, ne? Ja, genau. Also ich würde es heute schon gern sehen. Kein Druck. Es gehen auch 10 mal 1.000 Bits oder so. Stimmt, das Experiment wollten wir auch durchführen. Stimmt, ja. Autsch! Na, guck. Guck, Ralfredo, so macht man das. So geht das. Ehrlich gesagt, man muss fairerweise sagen, ich habe jetzt auch ungefähr 8 Heiltränke verbraucht. Die hat halt Ralfredo nicht zur Verfügung. Aber das unterscheidet halt den Meister von der Beschwörung, vom Schüler. Hätte mal Heiltränke eingepackt. Eben. Ja. Haben wir dem heute Morgen gesagt. Und er so, nee. Genau. Heiltränke hat er gesagt. Ist was für Noobs, hat er gesagt. Jetzt, das hat er jetzt davon. Von Crusader, dankeschön. Für die 100 Bits. Ich find's immer wieder schön. Okay. Ach, dann sind wir jetzt hier der König. Nee, doch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich jetzt unsere Mimik beschwören und auf den Thron setzen, Ralfredo, aber stimmt gar nicht in dem Fall. Der hat es nicht verdient. Gewonnen. Er hat es nicht gewonnen. Das müssen wir nochmal üben. Wo bin ich hier und wo geht's weiter? Was ist denn jetzt los? Ich bin, glaube ich, durch den falschen Gang gegangen, oder? Genau. Machen wir dann in der Nachbesprechung, Ralfredo, ne? Ja. Machen wir so ein Tafelbild. Guck mal, was hast du falsch gemacht? Ich vom Drachen immer wieder fressen lassen war nicht die optimale Strategie in dem Kampf.
Heil Fredo. Ach, das passt natürlich auch schön. Ja. Hast du das mitbekommen, dass es in dem Spiel eine Wand gibt? Also ich glaube, von einer weiß man das zumindest. Die man ungefähr... Nee, die ist es nicht. Die ist woanders. Nicht. Aber die muss man, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde bearbeiten und dann löst sie sich auf. Und ich glaube, das hat so eine Welle von Spielern ausgelöst, die einfach mal alle Wände in dem Spiel eine Viertelstunde verprügelt haben. Aber ich glaube, bis heute wurde keine zweite gefunden, die irgendwie ähnliche Eigenschaften hätte. Aber gab es da nicht noch eine in Dark Souls oder so? Oder dass es einfach Räume sind, wo die halt Gegner speichern? Also ich meine, das hat ja keinen richtig großen Lore-Hintergrund, das war ja einfach nur ein technischer Hintergrund. Aber ich glaube, nee, großartig gefunden wurde nix. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber in Elden Ring war es auf jeden Fall. Also die eine Wand in Elden Ring ist ja irgendwo in einem richtigen Level. Also die führt ja nicht in einen Bereich, wo man nicht hin soll eigentlich oder sowas. Vor allem wie lustig, dass dann Leute echt alle Wände verprügeln, um rauszufinden, es gibt keine weitere. Ja, aber muss ja getestet werden. Hilft ja nichts. Jetzt könnte man fragen, ne, 100 Stunden durch Leute sterben oder 100 Stunden lang Wände verkloppen, wo ist der Unterschied? Die Zielen sind der Unterschied, den man dafür kriegt. Oder die Runen. Ja. Die Runen. Die XP halt. Die Währung. Das mag ich eigentlich an den Souls-Spielen auch wirklich gerne, dass die einfach gesagt haben, komm, wir haben eine zentrale Währung für alles und fertig. Nicht irgendwie hier Kristalle und Gold und Glitzersteinchen und bla 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 und Erfahrungspunkte. Und es gibt Seelen oder Runen oder Blut oder was auch immer und die gibt man beim Händler aus, die gibt man fürs Hochleveln aus, die gibt man für Waffen-Upgrades aus und fertig. Das mag ich eigentlich. Ich meine, es gibt noch die Schmiedesteine, die sind schon auch noch eine zusätzliche Ressource, aber... Ich finde das ganz schön, wenn Spiele eben nicht in dieser Währungshölle versinken. Gerade wo viele Rollenspiele oder so MMOs gern mal untergehen drin. Was ich da persönlich immer nervig finde, sind gerade diese, wenn du zum Anfang eines Spiels Gegenstände einsammelst, wo drin steht, kann man beim Händler verkaufen oder damit craften. Und ich denke mir jedes Mal, na toll, keine Ahnung. Oder so Sachen wie, ja, das kannst du beim Händler verkaufen. Da weiß ich nicht, ob ich es mitschleppen soll oder... Ja. So eine seelische Krise. Nur weil ich einen Gegenstand finde. Aber wenn einem Spieler das wenigstens sagen, wenn die wenigstens sagen, hey, Achtung, das bringt dir nichts, du kannst das beim Händler verkaufen, finde ich das ja nett. Ich hasse das immer, wenn man dann irgendwelche Sachen findet. Man weiß nicht, was das ist. Man weiß nicht, braucht man es noch? Ist das questrelevant? Macht das irgendwas? Aber man schleppt es dann irgendwie 100 Stunden mit sich rum und kriegt keine Antwort drauf. Und dann war es in Wirklichkeit einfach nur irgendwas, das man für sehr viel Gold verkaufen hätte können die ganze Zeit. Sowas nervt mich dann wirklich. Das ist nervig und was ich auch nervig finde, sind Spiele, wo man nicht alle markieren, verkaufen drücken kann. Es gibt ja auch Spiele, ja, wo das existiert nicht, da musst du wirklich alles einzeln verkaufen. Ich denke immer so, warum hasst ihr uns nur, hier Entwickler da draußen? Ja, genau, das stimmt. Ich mag auch total gern, wenn es so ein Chunk-Menü gibt, dass man einfach alles, was man findet, gleich in sein Chunk-Menü schieben kann und dann auf Knopfdruck alles verkaufen beim Händler und fertig. Das ist schön. Und ich möchte nochmal Lob für Resident Evil aussprechen, dass es wirklich den Hinweis gibt, dieser Gegenstand ist nicht mehr wichtig, du kannst ihn jetzt wegwerfen. Genau, ja. Dass man überhaupt gefragt wird, finde ich komisch, ehrlich gesagt. Weil wirf doch den Schlüssel einfach weg, passt schon. Ich will ihn nicht für meine Sammlung aufheben, aber mein Gott, ist okay. Ist das so, es gibt den Hinweis, du kannst den Schlüssel wegwerfen, dann möchtest du ihn wegwerfen und dann fragt dich das Spiel nochmal, ob du das machen willst? Also im Endeffekt, wenn du jetzt in den klassischen Resident Evil Teilen die letzte Tür mit einem Schlüssel aufschließt, dann kommt so ein Text, der sagt, du brauchst diesen Schlüssel nicht mehr, willst du ihn jetzt wegwerfen? Und dann kann man sagen, ja oder nein. Okay. Und wenn man nein sagt, hat man den halt immer noch im Inventar und das macht gar keinen Sinn. Genau. Meine Frage wurde einfach überfahren, schreibt JFK. Oh, welche Frage denn? War das die Fallout-Lore-spezifische Frage ziemlich weit oben? Ich habe nichts gesehen. Du darfst sie gern nochmal stellen. Wir werden sie denn nicht nochmal ignorieren. Zumindest nicht absichtlich. Nicht absichtlich. So sieht Elden Ring total entspannend aus.
Es hat, finde ich, auch seine Momente, wo man einfach nur die Landschaft genießen kann. So, jetzt geht's auf nach Hogwarts. Nach Elden Ring Hogwarts. Das ist ein Dungeon. Akademie Winterfest. Nee, Akademie von. Ja, von. Was mit V? Liurnia. Genau, was mit V? Ist ja fast ein V irgendwie. Fast ein V, ja. Mehr oder weniger. Ich sag ja nur Junk in Fallout 3. Ja, genau. Das ist so ein Problem. Ich hatte mit den älteren Bethesda-Spielen, also von im Grunde von Arena, von The Elder Scrolls Arena bis hin zu Fallout 3, immer das Problem, dass ich mir viel zu viel Müll in die Taschen gesteckt habe, den ich für nix brauche. Aber ich dachte mir immer, na, man kann es ja doch für ein, zwei Gold verkaufen. Nix verkommen lasse hier. Und dann ist mein Inventar 0,nix zugemüllt mit Tellern und Gabeln und Knochen und was weiß ich was. Ich weiß schon, da bin ich selber schuld, aber können die nicht irgendwie... Na, haben die ja dann, dass die Loot wirklich einen Wert gegeben haben in Fallout 4. Das mochte ich echt gerne, dass alles aus irgendwas besteht, was man dann quasi zum Craften benutzen kann. Das fand ich ein gutes System. Oh, wir können hochleveln. Ich finde es vor allem lustig, wenn ich in Skyrim nach Hause gegangen bin, ich habe meine ganzen Sachen abgelegt und plötzlich finde ich in meinem Inventar einen Teller und denke mir so, ja, den habe ich dann versehentlich eingepackt. So ein bisschen wie wenn Kinder ihren Sand aus den Schuhen rauslassen müssen, habe ich dann irgendwie so einen random Teller versehentlich eingepackt. Genau. Das kenne ich auch. Jetzt muss ich mal gucken. Ich dachte, wir hätten das Objekt vielleicht schon in unserem Inventar, aber wir müssen jetzt mal die Karte kurz uns anschauen, die ich gefunden habe, weil ich nicht mehr genau weiß, wo wir den Schlüssel für die Akademie finden. Bin gleich wieder da. Aber ich weiß auch nicht, wo die Karten sind. Wahrscheinlich, weil ich ins falsche Menü gegangen bin. Genau. Irgendwo hier, ganz bestimmt. Ah, warte mal. Hier, das sieht gut aus. Ah, X. Genau, so war's. Okay, diese... Ja, das müsste es sein. Da müssen wir hin. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verpasst, aber ich sehe Alfredo, oder Heilfredo, ist noch nicht gestorben, sehr gut. Was ist mit Heilfredo, der noch nicht... Was? Was? Ich habe nichts verpasst, ich bin froh, nichts verpasst zu haben. Warst du weg? Ich war kurz weg, ja. Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, guck mal. Ha. Ninja. Ninja. Da habe ich heute ein nettes Video drüber gesehen, über dieses ständige Verschwinden von Batman mitten im Dialog und ob das realistisch oder unrealistisch ist. Ich kann euch leider nicht mehr den YouTube-Kanal nennen, ich weiß es nicht mehr. War ein englischsprachiger Kanal und die haben das nachgestellt, getestet quasi, ob das funktioniert. Ob das funktionieren würde, so psychologisch und praktisch, dass man quasi plötzlich so mitten im Dialog verschwindet, wenn jemand gerade nicht hinguckt. Und tatsächlich, scheinbar funktioniert das sehr gut, weil das einem, wenn jemand mitten im Dialog plötzlich verschwindet, irritiert einem das so sehr, dass man gar nicht weiß, was man damit anfangen soll. Und dann fängt man deswegen nicht an, denjenigen zu suchen, sondern ist einfach nur verwirrt und perplex und geht weg. Und aber müsste die Person nicht irgendwo noch am Rande zu sehen sein? Ja, die haben sich dann eben wirklich, das war so ein Raum, wo ganz viel Gerümpel lag. Und die haben dann den Testpersonen gesagt, die sollen da vorne den Umschlag holen. Der war so festgeklebt und ein bisschen zugestellt, da mussten die was verschieben. Und dann hat sich die Person einfach nur schnell einen Mantel übergeworfen und so einen komischen Hut aufgesetzt und sich ins Eck gesetzt, neben anderem Gerümpel, und war plötzlich verschwunden, unter Anführungsstrichen. Und die Probanden waren wirklich immer total irritiert. Ich glaube einfach mal, dass das echt war, dass das nicht gefaked war. Es wirkte so. Fand ich cool, fand ich interessant. Und die haben vor allem wirklich alle so ein bisschen so reagiert wie in dem Batman-Film immer. Dass die dann sich umgedreht haben und noch einen Satz angefangen haben, zwei, drei Worte gesagt und dann plötzlich aufgehört zu reden und skeptisch rumgeguckt haben und dann gegangen sind.
weißt du, was der Mindtwist ist? Diese Studie wurde von Wayne Enterprises. Wahrscheinlich. So, ich hab's euch bewiesen, ich kann es. Genau. Und ihr könnt es auch. Aber das macht es eben noch lustiger, weil wenn Batman immer so verschwindet in den Filmen, muss der im Grunde immer irgendwo unter irgendwelchen Kisten oder hinter irgendwelchen komischen Objekten kauern und zusammenrollen und kichern, während die anderen verdutzt reinblicken. Und dann wartet er ganz lange und schleicht sich dann so eine halbe Stunde später, wenn alle weg sind, heimlich weg. So ähnlich muss es ablaufen. Am besten er zeichnet es noch auf und macht für sich selber so Ranking-Videos, seine besten verschiedenen. Ja, genau. Ist das der Drache oder ist das ein anderer? Es gibt viele Drachen. Ach, weißt du was, jetzt wo wir schon hier sind, lassen wir doch unseren Ralph Redo gegen den Drachen kämpfen. Ich bin gespannt. Das ist echt cooles Feuer. Ich bin gespannt, wie der gegen den Drachen klarkommt. Das könnte Probleme bereiten für ihn. Jetzt hoffe ich mal, er hat an seine Heiltränke gedacht. Ja, wir hätten es ihm gesagt. Mehrfach. Und wir haben es ihm gesagt. Nicht vom Drachenmaul fressen lassen. Das haben wir beim letzten Kampf gelernt, Ralph Redo. Jetzt aber los. Erstmal buffen. Sehr gut. Au! Und dann werde ich gleich mal fast one-hit-killed. Ich bin hier unparteiischer Beobachter, bitte, Herr Drache. Irgendwie hat der Drache immer noch Aggro auf mich, glaube ich. Nee, der guckt schon Ralph Redo an. Das Gefecht der Giganten. Keiner traut sich schon, so recht angreifen. Das ist schon ziemlich spannend hier. Er greift schon wieder dich an. Ja, ich glaube auch. Mann. Man sollte dich doch eigentlich nur wegen Vertragssachen ansprechen. Ninja Master, gib mal wen, ohne was zu sagen, während der telefoniert, Stift in die Hand, er wird ihn zu 90% nehmen. Ja, ich glaub's auch. Ja, das glaube ich sofort. Ich probiere das morgen mal aus. Zielsuchende Flammen, ja, das ist die neue Drachenwaffentechnologie. Ja, Ralph Redo, jetzt du musst mal in die Offensive gehen schon langsam, sonst wird das nichts. Ist doch peinlich. Zu defensiv hier. Jetzt. Wie gesagt, es ist noch früh für die Giga, für ihn. Na, immerhin hat er ihm jetzt mal Damage gemacht. Man muss ihn einfach nur kleinreden, dann macht er es schon. Nee, mit Drachen. Mit Drachen hat er so seine Probleme. Mit Drachenarmen, Drachenfeuer, alles mit Drache ist nicht gut für ihn. Es tut so leid, einem dabei zuzusehen. Dabei muss man einfach nur hier oben auf so einem kleinen Stein stehen. Das ist die einzige Schwäche, die Schwachstelle von Drachen. Ich muss sagen, dafür, dass du eine emotionale Beziehung zu deinem Schüler hast, nimmst du das echt gerade trocken weg. Es ist ja nur zu seinem Besten. Also da hast du emotional mehr geschrien, als ich gelitten habe. Aber gut, das sagen wir als Rede einfach nicht. Ich helfe jetzt mal ein bisschen mit. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Er hat ihn noch nicht einmal getroffen. Doch einmal hat er es geschafft. Einmal hat er ihn getroffen, einmal. Ja. Drache sieht aus wie Alduin. Ja, und Bethesda würde selbst auch das schaffen, hier einen Lore-Zusammenhang zu erklären. oder Resident Evil ist, Capcom ist der Experte für sowas. Ja, Bethesda würde eher sofort klagen in der Regel. Wir haben Trademark auf alle Drachen in allen Videospielen. Ja. Da gab es doch vor kurzem die Geschichte, dass Bethesda irgendwie ein Spiel wegen dem Namen verklagt hat, weil es irgendwie... Ach, wie hieß es? Irgendwas mit Gods oder so. Aber da kam irgendwie... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendein Wort, das auch in Elder Scrolls oder sowas vorkommt. Elder Gods, glaube ich, so war's. Elder Gods, so ein Indie-Spiel, haben die gleich ihre Anwälte losgeschickt, weil da besteht ja Verwechslungsgefahr mit oder? Ich bin da tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich kenn's nur in einem anderen Fall. Scrolls. Okay. Es gab noch von dem Minecraft-Macher von Notch das Nachfolgerspiel. Das hieß einfach nur Scrolls. Und da gab es auch schon den Fall, dass Bethesda gesagt hat, nein, das Spiel darf nicht Scrolls heißen. Scrolls gehört uns.
Ich weiß nur so lustig, ich habe Immortals Fenyx Rising nie gespielt, aber jedes Mal, wenn ich den Namen höre, weiß ich, es hat früher mal was mit Monster geheißen, aber dann hatte Monster Energy ein Problem damit und deswegen haben sie es Immortals Fenyx Rising genannt. Also, deswegen, okay. Ich habe die Namensänderung mitbekommen, aber den Grund nicht, okay. Und es soll gar nicht so schlecht sein, aber das reicht mir noch nicht als überzeugendes Argument. Ja, ich hab's gespielt. Ich fand's nett, aber auch nicht super. Die haben halt wirklich sehr gut diese Zelda-Formel, diese Breath of the Wild-Formel sich abgeguckt. Was ja witzig ist, war ja eben Ubisoft als Begründer der Ubisoft-Formel quasi da zum ersten Mal von ihrer eigenen namensgebenden Formel abgewichen ist, so ein bisschen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand's nicht super, ehrlich gesagt. Es ist immer, glaube ich, so, weil ich irgendwas im Gameplay gesehen habe in einem Trailer, wo ich dachte, das könnte Spaß machen. Und dann ist es wahrscheinlich aber auch wieder nicht motivierend genug lange Zeit. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, was? Du bist einfach in diese Kirche reingegangen und hast einfach. Ja. 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 Leute umgebracht. So ist das halt. oh Gott, ey, dieser Friedhof hier. Ich fand den bei meinem ersten Playthrough so schlimm, weil diese Zombie-Kerle hier, genau, die packen einem und wenn man nicht gerade total überpowered ist, ziehen die einem verdammt viel Energie ab. Die halten auch noch echt viel aus und es sind ungefähr hunderte von denen hier auf dem Friedhof unterwegs. Die wollen doch einfach nur kuscheln. Das ist doch die Lore wahrscheinlich dahinter. Es sind wieder diese Umarmungen. Also da müsste man mal ein Lore-Video dazu machen, was es mit Umarmungen in Elden Ring auf sich hat. Das wird vielleicht eher so ein bisschen eine psychische Analyse der Macher und Macherinnen, der psychologischen Analyse. Ich glaube, die hatten selber Schwierigkeiten, das zu entwickeln. Wahrscheinlich. Die sind aber echt schlimm. Ich habe jetzt schon viele Zombies gesehen und viele Zombies gekillt in meiner Gamer-Karriere, aber das ist ja echt. Das ist aber, finde ich, auch lore-technisch ein bisschen interessant, weil wir sind ja hier in der Magie-Akademie. Und die Zombies machen zwar auch Schaden, aber vor allem saugen die dir dein Mana aus. Da kann man natürlich viel reininterpretieren, was es damit auf sich hat, warum einen die Magie-Zombies in der Magie-Akademie das Mana auszuzeln. Oh. Sind das alles Schüler gewesen? Das ist noch schlimmer als die Akademie von der Winterfeste. Genau, wer weiß. Aber ich kann mir auch vorstellen, es passiert sowieso so viel Kram hier, da fällt eine Leiche mehr oder weniger oder 20 Leichen fallen da nicht so krass auf. Ja. Ja, jetzt hört halt mal auf hier. Diese Trockenleber nervt dich die nicht? Das geht schon. Ich hatte gerade Wichtigeres zu tun. Okay. Was habe ich denn eigentlich? Jetzt muss ich mal schnell gucken. Habe ich eigentlich irgendwelche Offensivzauber, Wunder? Warum kann ich die eigentlich gar nicht wirken? Ach so, weil die mir mein Mana ausgesaugt haben. Ah ja, klar, okay. Nee, dann hat sich das erledigt. Ey, aber ich rüste jetzt mal eben schnell, auch wenn ich super cool finde, dass ich jetzt zwei goldene Hellbarden habe, meine alte Sägewaffe nochmal aus, weil die ist schon voll hochgelevelt und viel stärker, glaube ich. Jetzt ist es doch Resident Evil, oder? Das ist ja. Ja, schon ein bisschen. Aber könntest du theoretisch nicht dir noch eine goldene Hellbarde verdienen und die dann auf dem Rücken tragen? Also zwei in der Hand, eine auf dem Rücken? Man kann leider nur zwei gleichzeitig ausrüsten. Ah, okay. Man kann die Waffe von Radahn, die ist von Haus aus zweihändig. Und dann kann man das machen. Wenn man die quasi als Zweitwaffe ausrüstet, dann trägt er die eigentlich sowieso zweite Waffe, die dabei ist, auf dem Rücken. Und dann kann man noch eine dritte Waffe ausrüsten. Aber ansonsten geht's leider nicht. Ich glaube, ich laufe jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch. What could possibly go wrong? Oder wir schauen mal, wie Ralfredo mit den Zombies klarkommt. Ne? Dann hat er seine praktische Prüfung, hat keine Ahnung, wie er mit Mana-Zombies umgehen soll. Genau. Und dann könnte er sich beschweren, dass du es ihm auch nicht gezeigt hast. Schauen wir mal. Zumal du dich auch langsam mal heilen solltest. Oh, du hast recht.
ich vergesse immer, dass Ralfredo beschwören eben einen großen Teil meiner HP mir raubt. Weil er dein Schüler ist, weil du viel für ihn Opfer. Eben, musst, genau. Mein Fleisch und Blut. Wo geht er denn hin, Ralfredo? Er wird hier belagert und du gehst einfach. Lag. Okay. Ist er noch da? Da ist er. Okay. Nein, nicht die Grabsteine hauen. Okay, haut nicht die Grabsteine. Okay. Wieso? Winterfest hat doch nur eine halbe Stadt in die Luft gejagt. Waren die das wirklich? Oder waren das einfach so zwei Zufälle? Wer weiß das schon? Wo ist er denn? Da ist er. Ich glaube, JFK hat einen neuen Namen für dich. Lord Helebardus. Lord Helebardus. Ja, das ist auch nicht schlecht. Da. Oh. Heal. Was? Heal, Fredo? Ich finde, jetzt, wo ich es gerade lese, Hele Frodo wäre auch gegangen oder so. Ich glaube, wir kommen irgendwann wirklich bei Heil Frodo oder Heal Frodo oder irgendwann an. Helebert, weil er zwei Helebarden hat. Und Helebert, naja, aber jetzt heißt er schon, jetzt habe ich, vor lauter, weiß ich nicht mehr, Ralfredo, ganz genau. Ich stelle mir das lustig vor, wenn du links neben dem Spielfeld stehst und dann sagst, wie heißt du hier? Schüler hier, weißt schon. Nummer 43, genau. Komm schon, wie heißt du nochmal? Nummer 43, was? Frodinski. Nein, wir bleiben bei Ralfredo. So. Der jetzt kommt, könnte eventuell, das ist ein Far Stretch, keine Ahnung, vielleicht einer der Meister von Radan gewesen sein, der ihm die Gravitationsmagie gelehrt hat. Ist das der Alabaster-Lord oder wie? Genau, es gibt mehrere Alabaster-Lords, aber das ist einer, den man hier eben an der Akademie trifft. Wobei er, glaube ich, Radan eigentlich gar nicht an der Akademie gelernt hat, sondern in der Magierstadt, die ein bisschen weiter weg noch liegt, aber... Wer weiß. Es ist echt schwer, einen Helden durch so einen Lebenslauf zu verfolgen. Ja. Au. Ich kann hier leider gerade Ralfredo nicht beschwören. Ich wollte gerade fragen. Okay. Es geht immer nur in so sehr begrenzten Gebieten in dem Spiel, sonst hätte ich den eh permanent einfach dabei. Aber ein bisschen was muss ich leider noch selber machen, kann man nichts machen. Ich glaube, ich ziehe mir nachher andere Hosen an. Warum? Sind wir auf einen Ball eingeladen? Oder wie kommt es jetzt? Ja, Fashion Souls. Okay. Ich glaube, ich lasse den großen Helm auf, den finde ich irgendwie lustig. Aber ansonsten ziehe ich Radans Rüstung an. Das hat was. So ein Vampirball bei Elden Ring, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber sowas fände ich auch. Das würde super reinpassen. Wer weiß, was die DLCs noch bringen. Ich glaube, Vampire gibt es in Elden Ring nicht wirklich bis jetzt. Fällt mir gerade spontan zumindest nicht ein. Apropos DLC, schuldet uns Capcom nicht noch einen? Ja, und zwar schon seit über einem Jahr jetzt. Da gab es ja irgendwie auf der letzten E3, glaube ich, so eine ominöse Ankündigung von wegen by popular demand, weiß ich nicht mehr, Resident Evil 8 kriegt einen DLC. Das war einfach nur ein weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Da gab es doch diese große Ankündigung, die du oft auf deinem Kanal sehr breit thematisiert hattest. Ja, genau. Und dann war es am Ende doch nur Danke ja, euch. Genau. Das war auch super. Auf der Capcom-Fanseite, die neu ins Leben gerufen wurde, die haben die irgendwie wöchentlich geupdatet und immer wieder neue Spiele vorgestellt. Also nicht neue, sondern ältere Spiele, aber immer wieder chronologisch neu vorgestellt mit Screenshots und so weiter. Schön aufbereitet. Und da hieß es am Schluss dann, wenn alle Spiele, die es aktuell gibt, dort vorgestellt sind, haben wir eine Woche später nochmal eine große Ankündigung für die Fans. Und dann war halt da wirklich so ein Text von wegen, hey, danke für euren Support, voll nett von euch, tschö. Ja, genau. Ich meine, so große Ankündigungen haben ja eine bestimmte Geschichte, ne? Wir verstehen ja unter der großen Ankündigung was Spezielles, ne? Aber wer ist in der Marketingabteilung bei denen auf die Idee gekommen? Ja, das freue mich bestimmt auch mal über ein Dankeschön.
Also ich glaube, es war im genauen Wortlaut keine große Ankündigung, fairerweise, sondern eine besondere Botschaft. Aber gut. Aber das ist doch das... Okay. Ja. Okay, jetzt bin ich verstört. Ja, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich frage mich trotzdem, was sucht diese Märchenfigur hier? Dieser Kessel? Ja. Ich bin noch nicht so drin in der Lore von diesen Kesseln. Ich weiß nicht, ob es da schon Leute gibt, die da schon tiefer irgendwas rausgefunden haben. Aber man kann, glaube ich, ziemlich sicher sagen, dass diese Kessel aus einem Dorf kommen, das hier in der Nähe der Akademie an der Küste zu finden ist. Und da leben die auch relativ friedlich. Aber manchmal ziehen die Kessel los und füllen ihr Inneres mit Körpern von toten Kriegern, weil sie glauben und vielleicht auch wirklich tun, wer weiß, dass sie die Macht von diesen Kriegern übernehmen, die dann in ihren Gefäßen quasi sind. Aber okay, es ist die Stadt neben einer Magierakademie und da laufen Kessel rum. Du kannst mir doch jetzt nicht erklären, dass das einfach nur Studentenprojekte sind, die sich selbstständig gemacht haben. Also meine erste Theorie war, aber das kann leider nicht ganz stimmen, aber irgendwie sowas wird es wohl sein, dass diese Kessel hier an der Akademie belebt wurden und vielleicht auch mit Leichen gefüllt wurden, damit diese Körper dann durch diese belebten Kessel zu den großen Bäumen gebracht werden, wo sie quasi so als Opfergabe im Grunde gebracht werden. Das mit der Opfergabe würde ich jetzt quasi nicht mehr so sagen. Ich glaube, jetzt ist es eher so eine Zurückführung, weil ja quasi alles Leben von diesem Baum kommt. Und diese toten Körper werden durch die Kessel vielleicht einfach wieder zurückgebracht, wo sie dann wieder ein neues Leben verarbeitet werden oder sowas. Aber ich glaube, dass die Kessel da irgendwie in so einen magischen Lebenskreislauf eingebunden waren. Das ist zumindest meine These aktuell. Aber wie breit willst du noch auf Elden Ring auf deinem Kanal eingehen? Weiß ich eben nicht, das ist die Frage. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, dass Elden Ring gar nicht mehr so ein großes Thema bei mir wird. Weil ich möchte mich wirklich als nächstes großes Thema dann jetzt im Ende des Jahres oder so im letzten Drittel des Jahres auf Starfield mal einschießen. Weil das halt auch thematisch mit Fallout näher zusammenpasst. Ich hoffe, dass Starfield dann auch wirklich was hergibt, was das Thema angeht. Das wäre gut. Ja, das wäre gut. Und ansonsten wäre Elden Ring halt wirklich eher so ein bisschen so ein Lückenfüller bis dahin für mich, ehrlich gesagt. Mir macht es Spaß, mich damit zu beschäftigen, aber ich werde nicht mehr so tief reinkommen wie viele andere, die sich halt wirklich auf die Souls-Spiele spezialisieren. Ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Lore, ne? Ja, eben. Der rote Wolf von Radagon. Ja. Achso, sein Haustürchen. Okay. Genau. Alfredo, das müsstest du können. Komm, das schafft der Alfredo, ich glaube. Das ist kein Drache. Kommst du mir mit der Ausrede, dass was mit Drachen zu tun hat? Ja, super ausgewichen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müsst ihr nur noch treffen. Aber der Wolf ist auch schnell und gemein. Genau, Kessel DHL ist das quasi. Beliebtes Kessel DHL, was die da gemacht haben, glaube ich hier. Yay! Alfredo. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob er jemals bereit sein wird für Malenia. Ja, wer weiß. Ich bin jetzt schon gespannt, ob er hier die Endbossin hier in diesem Dungeon schafft. Die könnte für ihn auch schon problematisch werden. Ich glaube, fairerweise, das ist eine gute Idee. Die beschwört nämlich ganz viel so Schattenwesen, so ähnlich wie ich ihn beschwöre, wie ich unseren Ralfredo beschwöre. Und ich glaube, ich kümmere mich dann um diese ganzen Schattenwesen, die sie beschwört, damit Ralfredo sich mit ihr beschäftigen kann. Das ist nur fair. Weil die Frage ist, ob er das auch tun würde oder ob er sich dann auch auf die Schattenwesen konzentriert. Ja, da müssen wir gucken. Ich glaube, ich muss mich mal kurz ans Feuer setzen. Ich habe meine Tränke gar nicht regeneriert. Hier oben, die Bilder übrigens, kann man tatsächlich so ziemlich allen wichtigen Magiern in der Elden Ring Lore zuordnen. Aber ich... Was die noch für eine Qualität haben, also zugestaubt oder so. Ja. Richtig gut. Ja, das da oben dürfte die Selenia sein, oder wie sie heißt. Diese Magierin aus einer Sidequest. Und hier haben wir natürlich die Obermufti-Frau, deren Name mir gerade nicht einfällt. Wer die anderen sind, weiß ich nicht. Aber die haben anscheinend auch ihre Lore. Irgendwo versteckt. Da
Wenn ich gerade überlege, wir beide hatten jetzt einen Artikel zu General Radan und seiner tragischen Hintergrundgeschichte mit seinem Pferd Lennart. Das ist immer noch das Allerbeste, oder? Das ist super. Genau, und jetzt hatte ich zum Beispiel auch einen Elden-Ring-Artikel zu den Finger-Maiden. Ich weiß nicht, bist du ihnen schon mal begegnet? Ja, klar. Das finde ich nämlich auch total verstörend. Also, wir tun alle Kreaturen in diesem Spiel leid, der Spieler unter anderem und vor allem Achal Fredro, aber... Genau. Ich bin nur noch gespannt. Twitch Thorin, genau das ist die Idee quasi. Wir spielen hier quasi Pokémon, Elden-Pokémon. Und wir trainieren hier unseren Ralf Rido, damit der Allerbeste wird, wie keiner vor ihm war. Müsste ich nicht der Allerbeste werden, wie keiner vor mir war, auf Kosten meiner Pokémon, die ich ausbeute? Ich glaube, das ist eigentlich... Oh, ich glaube, ich bin... Okay, hier darf ich ihn nicht beschwören, er hat sich schon wieder aufgelöst. Ich laufe hier einfach mal durch. Ich versuche hier so ein bisschen einen Boss-Run draus zu machen. Ist so offline gegangen. Ja, genau. Gott, Junge, das wird noch ein Nachspiel zu Hause haben. Ach ja, Halfredo. Was ich mich immer noch bei Pokémon frage, wenn das ja so ein Hype ist, ne? Das ist ja, die Kids wollen ja nicht YouTuber werden, die wollen ja alle Pokémon-Champion werden. Das ist so... überlaufen diese armen Städte sein müssen und überlaufen diese armen Fahrradwege. Das stimmt. Ah, Hilfe! Oh Gott! Was hast du gerade vor? Ich wollte einfach nur in Ruhe diese Leiter hochklettern. Aber die Bogenschützen Gott, haben was dagegen. Du kannst ein Bogengeschäft aufmachen mit allen Materialien. Ja. Okay. Das wäre beinahe schief gegangen. Dass man in Ghost of Tsushima seinen NPC irgendwie voll mit Pfeilen ballern kann, um den als Köcher zu benutzen. Oh oh. Meine Güte, wo kommt der denn her? Jetzt aber. Diese Gargoyle-Gegner hier finde ich irgendwie ziemlich lustig. Sind die mir echt hinterhergeklettert? Ich glaub's nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Diese Gargoyle-Gegner sind echt lustig, weil die haben im Grunde so eine sehr... wilde Wirbelwindattacke, die im Grunde einfach so animiert wird, dass ihr Rucksack verrückt spielt, ihr mechanischer Flugrucksack. Und dann verlieren die einfach komplett die Kontrolle und fliegen einfach nur wild durch die Gegend. Das finde ich nett animiert. Vielleicht, wenn er so freundlich wäre, das mal zu demonstrieren. Könntest du es mal bitte noch zeigen? Ah, ne, er springt lieber in die Schlucht. Na gut. Der springt lieber in die Schlucht, als uns irgendwas ja. zu demonstrieren. Krass. Das ist persönlich, mein Freund. Ja. Okay. Naja, kann man nichts machen. Unhöflich schon ein bisschen, aber mein Gott. Das wird so eine Google-Rezension geben, ey. 1 von 5 Sterne. Okay, wartet mal, muss ich jetzt hier runter? Ich glaube, ich muss hier runter. Ja, genau. Ich glaube, der Sprung auf das andere Dach ist zwar möglich, aber nicht notwendig. Das war nice. Autsch. Ich finde immer noch dieses eine Review zu Elden Ring so witzig. Das ist ja auch ziemlich durch die Decke gegangen, wo jemand dem Spiel irgendwie eine super schlechte Bewertung gegeben hat, weil er gleich nach dem Tutorial den ersten NPC, der da stand, angegriffen hat. Und der wurde dann aggro und hat ihn getötet. Und dann spawnte er halt immer wieder neben diesen NPC, der aber aggro ist, und hat ihn einfach, ist immer wieder gestorben. Und dann hat er nach ungefähr einer Stunde aufgehört zu spielen und hat ein YouTube-Video dazu gemacht, was für ein schlimmes Spiel das ist, weil ihm der erste NPC dauernd umbringt. Sich nach 3 Minuten totspeichern oder totladen ist da auch schon eine Kunst. Ja. Vor allem hätte man an der Stelle echt nochmal neu anfangen können, wenn es wirklich notwendig ist. Aber nee, 0 von 10 Punkten, Scheißspiel. Das erinnert mich daran, dass ich mich in Fallout 3 mal fast tot gespeichert habe, weil ich in dieser nördlichen Stadt mit B war, wo ja überall viele Todeskrallen sind, was man ja von vornherein erstmal nicht sieht. Mhm. Hast du bestimmt auch schon mal ein Video drüber gemacht, aber diese Stadt wird sich mir ewig einprägen, ey. Mir geht's gerade in Resident Evil Zero so. Ich habe gerade wieder so ein bisschen die Retro-Resident Evils angefangen oder wollte die anfangen und habe mit Zero angefangen. Und hab echt unterschätzt, wie knifflig die Spiele auf normal sein können.
ich habe halt irgendwie an zwei von diesen Lichtgegnern einfach mein ganzes Zeug verschossen, weil ich mir dachte, ja komm, passt schon, YOLO. Und jetzt stehe ich halt irgendwie komplett ohne Heilung und ohne Munition und mit sehr toten Charakteren in einem Safe Room. Und draußen warten so ein Rudel tollwütiger Affen auf mich und ich komme nicht durch den Affenraum. Weil es geht einfach nicht mehr. Da bin ich jetzt auch in ein Dead End gekommen. Mit meinem Safe Game. Das ist lustig, wenn sie an der Tür kommen würden, um klopfen zu können. Na, kommst du jetzt bitte raus? Ja, genau. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit. Ah. Aber da ist mir echt wieder aufgefallen, dass Resident Evil Zero echt ein ziemlich langweiliges Gegnerdesign hat. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber die haben wirklich einfach nur alle Gegner, also die haben halt einen Affen genommen und einen Skorpion und einen Tausendfüßler und haben die einfach alle groß gemacht. Und das ist alles. Das ist im Grunde zu 90% das Gegnerdesign in Resident Evil Zero. Das fand ich jetzt im Nachhinein schon ziemlich lame, muss ich sagen. Ich habe letztens eine Review von Critical Nobody gesehen und er meinte auch so, also er mag Resident Evil Zero überhaupt nicht, einfach wegen ein langweiliges Gegnerdesign. Irgendwie die Level oder die Ebenen wiederholen sich und sind auch nicht so wirklich ausgefallen. Aber es hat halt irgendwie mal so die finale Frage beantwortet, wie hat das eigentlich alles angefangen? Das ist halt so der große Punkt. Ja, war auf jeden Fall echt schön eingeflochten in die frühe Lore. Ich mag ja Resident Evil Zero eigentlich trotzdem, aber ich würde all diesen Kritikpunkten auf jeden Fall zustimmen, das stimmt. Es ist nicht der beste klassische Teil. Was ist mit diesen Teilen, die so ein bisschen abseits davon sind? Ich will jetzt wahrscheinlich wieder nicht auf Namen kommen. Das waren wahrscheinlich mal PSP-Spiele. Meinst du jetzt so diese Lightgun-Shooter oder sowas? Oder ja. Die Revelations vielleicht? Revelations, ich meine doch Revelations. Ah ja, das war ein DS-Spiel ursprünglich. Oder 3DS, eins von beiden. Mhm. Genau. Kann man die spielen? Sollte man die spielen? Also Revelations 1, ich würde sagen, Revelations 2 ist schon besser als der erste. Aber den ersten kann man auf jeden Fall gut spielen. Das sind halt so episodenhafte Spiele. Also die sind ursprünglich auch wirklich so mit mehreren Monaten und Abstand erschienen, die einzelnen Kapitel. Das war so ein bisschen die Zeit von Telltales, als die gerade so ihren großen Run hatten. Das wollte man dann da so ein bisschen kopieren. Und die sind schon nett auf jeden Fall. Die kann man spielen. Aber es ist jetzt nicht das Highlight der Reihe. Ich finde es irgendwie, ich liebe diese Reihe und ich muss sagen, ich bin so froh, Resident Evil 1 im Remake mal nachgeholt zu haben. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 gespielt. 5 ist mit zu nah an 4. 6 ist eben Teil 6. 7, 8. Und ansonsten finde ich es irgendwie schade, dass ich jetzt offenbar nichts mehr so zum Spielen habe. Weil Zero hat mich irgendwie abgeschreckt. Ich merke gerade, dass ich total bescheuert bin. Ich hätte mir den ganzen Dungeon hier sparen können. Ich bin falsch abgebogen, aber ist egal. Wir kommen schon noch dahin, wo wir hinwollen. Ja, genau. Zero hat ein paar nette Ideen, aber ist wirklich nicht der beste Teil. Aber ich finde, das Remake vom ersten ist für mich immer noch eins der besten Remakes in der Geschichte der Remakes. Weil das bildet einfach den ersten Originalteil perfekt ab, aber nimmt das ganze Nervige raus. Oder beziehungsweise macht es halt quasi schöner und auch vom Handling her ein bisschen besser und fügt vor allem noch mit Lisa Trevor und so eine ziemlich interessante und coole neue Geschichte hinzu. Das ist schon echt einfach perfekt. Also das finde ich echt super. Das nimmt dem Original nichts, sondern verbessert es nur auf jeder Ebene, aber bleibt dem Original super treu. Das ist echt toll. Das mag ich sehr. Wie heißt dieses auch Resident Evil Klon, der letztes Jahr rauskam? Tormented Souls oder so? Tormented Souls, ne? Weil ich musste nämlich an. Ja, genau. Hattest du das gespielt? Was hatte ich das? Hattest du das gespielt? Ja, genau. Das habe ich gespielt. Ja, ich habe es nämlich immer noch. Ich habe es schon gekauft, aber noch nicht runtergeladen. Und Das mochte ich ganz gerne auch. Das ist wirklich ein sehr gutes, klassisches Retro-Survival-Horror-Spiel. Die Rätsel sind ganz gut, das Rätseldesign ist gut. Die Kämpfe sind ein bisschen sehr clunky, aber das passt schon. Das mochte ich echt gerne. Das ist sehr cheesy auch vom Design her teilweise sehr komisch. Das muss man mögen. Aber ist halt so dieser Retro-Survival-Horror-Stil. Sag mal, bin ich schon... Nee, passt schon. Okay, nee, Entschuldige.
Also ich wollte nur sagen, mein persönlicher Favorit hier immer noch, wurde viel zu früh eingestellt, Obscure. Obscure 1 und Obscure 2. Mhm. Ich weiß nicht, wer im Chat das gespielt hat, aber ja, Pariser Kinderchöre sollte man wirklich für einen Horror-Soundtrack verwenden. Es gibt für mich nichts Unheimlicheres. Ich habe die auch gespielt, Obscure 1 und 2. Ich habe die aber nie durchgespielt. Aber ja, die hatten doch auch so einen Multiplayer-Modus, ne? Auf der Konsole. Ich weiß nicht, ob es das auf PC gegeben hat, aber das habe ich tatsächlich auch mal gerne mit meinem Bruder beide hintereinander durchgespielt. No Death Run. Und wir haben es einmal nicht geschafft, weil ich ihn retten musste. Und deswegen bin ich gestorben. Aber einmal in zwei Teilen. Aber ja, das sind sehr atmosphärische Spiele. Habt ihr auch Resident Evil Outbreak und Dead Aim gezockt? Outbreak ist dieses komische, wo man noch die letzten Flüchtenden spielen muss. Mhm, ne? Genau. Das ist so ein bisschen Semi-Multiplayer auch. Also man kann das allein spielen, aber es hatte auch damals quasi schon so einen Online-Vierspieler-Koop-Modus im Grunde. Bei Outbreak. Und Dead Aim ist quasi, ich glaube, das war ursprünglich als reiner Lightgun-Shooter geplant, aber dann hat man irgendwie doch so ein Semi-Resident Evil rausgemacht. Aber immer, wenn man zielt, geht's in die First Person quasi. Ein ganz komischer Hybrid. Ich habe die alle mal angespielt, aber die habe ich auch nie durchgespielt. Da habe ich mir Videos dazu angeguckt. Ich hatte mit sich Resident Evil 4, war mein erstes Resident Evil und ich finde auch keine schlechte Wahl, ne, waren super. Und dann habe ich mir Outbreak geholt und dachte mir so, oh nee, Outbreak ist ja was ganz anderes. Nee, und ich glaube, dieses Dead Aim habe ich auch, glaube ich, nur bei dir mal gesehen. Also nee, habe ich nicht gespielt. Ich glaube, ich habe alle guten bisher gespielt. Ja. Ich meine, Outbreak hat zumindest auch eine große Fangemeinde immer noch. Das war damals, als es neu war, war der Leumund eher nicht so gut. Das mochten viele nicht, weil eben so Multiplayer-Fokus und man wollte lieber ein richtiges Resident Evil. Aber heute kristallisiert sich da so ganz stark die Nostalgie für den Teil raus. Da wollen ja auch viele ein Remake davon. Aber ob Capcom das wirklich jemals machen wird, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie mal eine frohe Botschaft. Hm? Ja, genau, eine ganz besondere Botschaft. Für Outbreak-Fans. Danke, dass ihr es gut findet. Danke, dass ihr es immer noch gut findet. Leider können wir die Franchise nie wieder erwecken und werden alle Kopien der alten Spiele hiermit vernichten. Das finde ich immer so lustig, so als kleines aus dem Nähkästchen plaudern vom Journalismus. Jedes Mal, wenn irgendwo eine IP-Lizenz wieder refreshed wird beim Patent, dann haben immer alle Leute, die oh mein Gott, es kommt ein neuer Teil. Und nein, das muss es ja überhaupt nicht bedeuten. Ja, ja, genau. Das ist immer so lustig. So lustig. Das stimmt. Ach ja. Okay, nächster Boss. Ich bin jetzt echt nicht sicher, weil der Boss hat zwei Phasen, die sehr unterschiedlich sind. Ich hoffe, wenn Mimiktier die erste Phase übersteht, ist er in der zweiten dabei. Ich meine natürlich Ralph Redo. Ich wollte gerade sagen, ist er schon so heruntergefallen, dass du ihn jetzt wieder Mimik nennst? Das ist so ein Titel für ihn quasi. Er ist okay, Ralph Redo, die Mimiktier. Okay, der Mimic Lord, verstehe ich. Der Mimic Lord, genau. Lord, genau. Bin gespannt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich muss ihm im ersten Kampf helfen. Der Boss ist so ein bisschen ein Rätselboss, der ist knifflig. Das schafft er nicht. Nix gegen ihn, aber der hellste ist er nicht. Ein Rätselboss? Ist das jetzt der Riddler in Elden Ring oder wie? So ein bisschen. Man muss da quasi immer die richtigen Gegner besiegen, damit oben dieses Schutzschild bricht und man den Hauptboss überhaupt angreifen kann. Und ich glaube, das kann ich Ralph Redo nicht zu. Ja, nee, das klingt nicht gut. Uiuiui. Kognitiv hat das nicht so. Also um Gottes Willen, ein super Mensch. Ne? Und ja, er kann draufhauen wie sonst noch was. Also da ja, kann man nichts sagen. Gut. Nee. Haben wir uns. Aber in der ersten Phase muss ich ihm, glaube ich, ein bisschen helfen jetzt. So. Sie tot oder kommt sie wieder? Jetzt kommt die richtige Phase im Grunde erst. Lars! Ja, danke fürs Followen, Lars. Genau, danke fürs Followen und hallo übrigens. Die Elden Mimic. Wir springen die Katze ins Mal. Okay, ich kümmere mich jetzt nur um das, was sie beschwört. Und mein Ralph Redo muss sich um sie kümmern. Hey, warte mal! So war das aber nicht gedacht. Ich sehe nur noch Lex, es ist nur noch hell. Oh Gott, okay. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Ralph Redo haut rein. Sehr gut. Richtig gut. Okay, warte, um die kümmere ich mich.
Okay, das war super easy. Die ist nämlich super crazy. Die kann Drachen beschwören, wenn man Pech hat. Die beschwört halt wirklich alle möglichen Gegner. Und unter Umständen steht hier dann plötzlich ein riesiger Phantomdrache, der auch wirklich dich One-Hit killen kann und so weiter. Die kann richtig durchdrehen. Das wäre genau das Richtige für Ralfredo. Ja. Deswegen gut, dass wir das verhindert haben. Genau, aber Ralfredo, ich hätte die Wölfe gar nicht hauen müssen, glaube ich. Das hätte Ralfredo allein geschafft. Nicht, dass er sich jetzt irgendwie komisch vorkommt. Als ob wir ihm nicht zutrauen würden. Nee, das passt schon. Ich fand das nur fair. Die hat beschworen und wir haben beschworen und dann war es wieder alles gut. Moment, sie lebt noch? Du hast einfach nur ihren Fluch besiegt? Oder ja, die was? Theorie ist im Grunde, dass die komplette zweite Phase nur eine einzige große Illusion von ihr ist und man kämpft da gar nicht wirklich gegen sie und ihre Beschwörungen. Warum man sterben kann, weiß ich dann auch nicht so genau, weil man es wirklich glaubt vielleicht, dass man stirbt, keine Ahnung. Aber in der Matrix, wenn du in der Matrix stirbst, bist du auch in Wahrheit tot. Genau so. Aber ich glaube, in Wirklichkeit kämpft man halt hier drin gegen ihre Schülerin und dann macht sie ihre Illusion und wenn man die Illusion bricht, dann ist sie quasi friedlich, weil sie hat uns nichts mehr entgegenzusetzen, so ungefähr. Genau. Das wäre so lustig, out of camera. Wir sind ja ursprünglich dann in dieser Traumwelt, aber unser Charakter steht einfach nur dumm in der Bibliothek rum. Ja, genau. Okay, cool. Dann hätten wir das auch. Wie viel Prozent vom Spiel haben wir jetzt schon durchgespielt? 70? Also von der Hauptstory haben wir jetzt tatsächlich schon zwei von den, wie viel sind's? 8 großen Bossen? Oder so. Krass, krass. Aber weißt du, was ich mir gerade denke? Wir könnten eigentlich zur komplett optionalen Schloss Rotmähne ganz schnell reiten und dann lassen wir unsere Mimiktier, unseren Ralfredo, mal gegen Radan antreten. Ich glaube, das wird... Warte mal, kann ich bei Radan überhaupt meine Mimiktier beschwören? Ich könnte es gerade ehrlich gesagt gar nicht garantieren. Du kannst auch Geisterverbündete beschwören, genau, oder nicht? Genau, das schon. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann nicht vielleicht quasi als Multiplayer-Schlacht gewertet wird. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich da meine Wölfe, die ich damals noch als Standardbegleiter hatte, beschworen hätte. Aber ich glaube, das testen wir jetzt einfach mal. Auch wenn das ein weiter Weg wird. Aber das sind wir ja gewohnt, ne? Wie auf unserem Tourbus fährt Sturmwind. Ich muss unten bleiben. Genau, mit Sturmwind geht das schon. Das finde ich stressig, auch. Ne? Was ist das? Achso, ich wollte nur sagen, wie stressig das Leben als Coach. Ja. Oh, warte mal, hier ist auch ein Miniboss. Ach so, nein. Ich dachte, nachts ist hier statt einem Händler ein Miniboss. Vielleicht noch nicht. Könnt mich einfach Lars nennen, ist einfacher. Aber da steht nicht Lars. Lars. Lars, aber ich versuche es mir zu merken. Wir werden jetzt nur noch Lars sagen, genau. Ich glaube, in diese ganzen Mini-Dungeons müssen wir gar nicht gehen, weil mit den Bossen in den Mini-Dungeons, da putzt unser Ralfredo den Boden. Den oder so ähnlich geht das Sprichwort, geht die Redewendung. Wie ich den Boden mit ihnen, ja, genau. Der putzt für die Böden. Da kennt der nix. Ich kämpfe nicht gegen euch, aber ich mache hier mal sauber. Genau. Sehr gut. Ach guck, wenn ich Ralfredo hier beschwören kann, das wäre auch ein schöner Miniboss für ihn. Aber ich glaube, hier geht's gar nicht, oder? Nee. Dann ignorieren wir den einfach. Ups. Hey, oder warte mal ganz Kürbis kurz. Kürbis als Kopf, hä? Ja, der heißt auch, glaube ich, wirklich Kürbiskopf oder so. Ich weiß nicht. Ich habe den zum Scherz immer so genannt, aber ich glaube, der heißt echt so. Und das ist ein ziemlich cooler Miniboss, den mag ich eigentlich echt gern. Aber ich muss mal ganz kurz 2 Minuten Toilettenpause einlegen. Ich bin gleich wieder da und dann geht's weiter. Dann kann ich mit euch Vorlieb nehmen. Oder könnt ihr mit mir Vorlieb nehmen? Genau, wer euch fragt, mein Name ist Michael Taneros und ich habe schon das öfter mit dem Landscape Bird Rider, dem lieben Landscape Bird Rider, die ein oder andere Lore-Tournee unternommen. Fallout, Elden Ring, in Resident Evil. Genau, und bin heute hier zu Gast.
Wir hatten ursprünglich mal, hat er mir beim Elden Ring Spielen zugesehen, da war er mein Meister und ich war sein Schüler. Heute ist es umgekehrt und irgendwie beide sind wir gerade die Coaches von Ralf Fredro. Genau, und falls ihr auch mal gern bei mir zusehen wollt, da habe ich euch den Twitch-Link reingepackt. Genau, und heute ist eigentlich Elden Ring ziemlich smart. Also offenbar spielt man Elden Ring einmal durch, gestresst, um dann sich Easy-Mode verdienen zu können. Ich glaube, gestorben sind wir bisher noch kein einziges Mal. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie Ralf Fredro sich hier noch schlägt. Und ob er wirklich... Ich persönlich muss sagen, ich habe noch nie From Software Spiel komplett gespielt, aber ich habe, glaube ich, in Elden Ring jetzt die meisten Stunden reingelegt und ja, mir gefällt's. Aber ich bin tatsächlich auch durch die Artikelschreiberei momentan echt mehr von der Lore fasziniert. Aber könnte auf jeden Fall Spiel des Jahres werden, was ich so mitbekomme. Ich weiß nicht mal, ob mein persönliches Spiel des Jahres, aber ansonsten Starfield, ne? Und ansonsten Saints Row? Mhm. Keine Ahnung. So. Da bin ich wieder. Heißt der jetzt generell Radan oder Redan? Ich dachte Radan. Aber vielleicht vertue ich mich. Aber ich glaube schon, oder? Wir haben einen Artikel darüber geschrieben, wenn er jetzt doch Redan heißen sollte. Eine journalistische Ehre. Nein, er heißt Radan. Ja, schon, ne? Hätte mich auch gewundert. Ja. Ja. Aber das wäre für mich gar nicht jetzt so ungewöhnlich, dass ich Namen, die ich eigentlich schon seit 100 Jahren kenne und auch immer wieder mal falsch und mal richtig ausspreche, falsch abgespeichert habe oder so. Deswegen, das kann schon mal passieren. Boah. Vor allem, wenn man später rausfindet, dass eine bestimmte Person gar nicht Farmer heißen, ne? Genau, zum Beispiel. Ah ja. Oder sie haben ihn nicht nur genervt, sie haben ihn auch umbenannt. Ja. Er heißt jetzt Redan. Wahrscheinlich. Vielleicht während er genervt war, das war sein schwacher Zwillingsbruder, der Redan. Sehr gut. Er hat da kurz für ihn die Stellung gehalten. Nein, JFK, du bist überhaupt nicht nervig. Die Frage würde ich aber erstmal an Landskid geben, weil ich hier zu Gast bin. Warum denn nervig? Quatsch. Welche Frage denn würdest du mit Zuschauern zocken? Die Frage. Zufällig habe ich heute auf meinem Discord mit meinen Mods so ein bisschen drüber geredet, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt oder so, das ist nur so eine Idee, ob wir nicht einen Minecraft-Server aufmachen wollen, in dem wir die komplette Spielwelt aus Fallout 1 nachbauen. Mit mehreren Teams und jedes Team kümmert sich um eine Location quasi, auf einer großen Wüstenmap. Und vielleicht sowas, vielleicht in dem Rahmen dann. Und ansonsten veranstaltet ja Katka auf dem Discord auch einmal im Monat den Community Play Day, wo wir die Checkbox-Partyspiele und sowas gemeinsam spielen. Da kannst du dich auch jetzt schon anmelden für nächsten Monat dann wieder. Das war auch echt lustig beim letzten Mal, hat viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelacht. Was mich persönlich an... So, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nur gerade sagen, dass wir gerade bei einem neuen Miniboss sind, aber... Den macht unser Ralfredo eh ganz schön fertig. Ich finde es nur echt lustig, dass der irgendwie mit seinem Boot attackiert. Das ist der Stützfährmann auf dem Teich. Genau. Oh, der Gott. Beschwört auch Tote so und so schlecht. Weiter. Sind die Zeiten so schlecht, dass sie hier in seinem kleinen... Ja. Ich weiß nicht, ob das im Chat auch so war, aber du warst gerade ganz stark weg. Ich habe nur so einzelne Fragmente gehört. Echt? Okay. Ja. Hört man mich jetzt wieder? Jetzt hört man dich wieder, ja. Achso, okay, perfekt. Nee, genau. Bei mir hängt ganz stark vom Spiel ab. Also Multiplayer-technisch, was man auch streamen kann und so. Also könnte man mal bei Discord drüber sprechen. Kann ich nicht mega Ja drauf sagen, kann ich auch nicht mega Nein drauf sagen. Aber genauso wie Landskid gerade meinte, hängt halt vom Spiel ab. Genau. So, jetzt betreten wir den Noob-Horror, die Noob-Hölle, Dailit oder so. Mit schon einem sehr coolen Gegnerdesign. Ich finde diese riesigen Raben, aber vor allem diese riesigen T-Rex-Hunde, finde ich schon sehr creepy und sehr cool.
wenn wir so einen Hund finden und ich gerade beschwören kann, dann lassen wir Ralfredo mal gegen so einen Hund kämpfen, würde ich sagen. Aber die sind schon ziemlich abgedreht creepy, finde ich. Sieht schon cool aus. Es ist halt krass, wenn Elden Ring noch apokalyptischer aussehen kann, als es sowieso schon aussieht. Ja, genau. Die Apokalypse in einer ohnehin schon apokalyptischen Welt ist hier abgebildet. Das ist schon irgendwie cool. Überleben wird das Sturmwind? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, gut. Ach guck, hier könnten wir ihn gleich beschwören. Dann machen wir das doch mal. Schauen wir mal, wie er gegen so einen Raben kämpft. Au, wir müssen erstmal überleben und ihn beschwören können. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ansonsten wäre es Ralfredo schuld gewesen. Sowieso, immer. Der hat nicht genug getankt hier. Ach, so süß, wie sie beide aneinander vorbeischlagen. Ja, aber der tankt unglaublich und macht super viel Schaden. Das macht er doch mit links. Sehr gut, den wischt er doch die Küche durch. Ohne Probleme. Wie lang braucht man von hier aus bis Radans Pforten? Also beziehungsweise bis Radans Stiefel? Gar nicht so weit. Ich glaube, wenn wir jetzt hier dem Weg dann folgen, zu dem wir gleich kommen, und einfach der Straße entlang reiten, sind wir da ziemlich schnell. Erinnert mich an Bloodborne vom Gegnerdesign. Wie Lance Mitchell schon meinte, ne, taucht hier vieles auf aus dem Spiel. Ich habe es zwar selber nicht gespielt, aber anscheinend findet man hier auch manche Sachen aus Kingsfield, diesem ganz uralten FromSoft der Spielereihe. 20.20 Uhr. Ah ja gut, da haben wir noch, wenn wir bis 9 machen, haben wir noch genug Zeit für Radan, auf jeden Fall. Das passt schon. Würde ich mir tatsächlich echt gerne mal anschauen, diese ganz alten Kingsfield FromSoft-Spiele würden mich echt mal interessieren. Ich hoffe, die kann man noch irgendwo auch gut kaufen und spielen. Das ist ja bei so ganz alten Spielen immer so eine Sache, ob die gut konserviert wurden. Ja. Jo, mach's gut, Fallen Crusader. Vielen Dank für die vielen Bits und für unsere... Danke dir. Fürs experimentelle Mitwirken an der Glasphysik. Das sah sehr, sehr gut aus. Das mit den 10.000 fehlt noch, aber bis dahin sehr vielen Dank. Genau. Silent Hill, ich finde, dafür fehlt der Nebel hier. Ja, du siehst viel zu viel. Ja. Ich glaube, wenn man Elden Ring quasi so 1:1 auf Nintendo 64 Hardware umsetzen würde, den Nebel, den man dann aus technischen Gründen machen müsste, dann wäre Silent Hill. Das finde ich ja wirklich an Silent Hill so super cool. Das ist wirklich so geniales Game Design, dass im Grunde so ein technologisches Hindernis, so eine technische Hürde, eben die Weitsicht im Grunde, zu einem wichtigen Spielelement gemacht wird. Dass man diesen Nebel, den man braucht, damit das Ganze flüssig läuft, einfach so zentral zur Stimmung und zum Wiedererkennungsmerkmal von der Spielereihe macht, dass wahrscheinlich viele von uns, immer wenn es draußen neblig ist, sofort an Silent Hill denken müssen. Dass man ein Wetterphänomen so stark an eine Franchise koppelt, wegen eigentlich einer technischen Limitation, das finde ich schon sehr cool. Genauso wie das mit den abgebrochenen Straßen, ne? Also auch eine super Begründung. Ja, ne? Ja. Die klar. Straße ist abgebrochen, man kann sie halt nicht weiter. Ja. Musst es halt. Ich bin, glaube ich, falsch abgebogen. Aber das haben wir gleich. Das ist noch immer der größte Feind in Elden Ring, die Orientierung. Ja. Nee, Vogel, ich habe überhaupt kein Beef mit dir. Ich will nur zu Radan. Come on. Der Vogel denkt, wir sind Talentsucher, ne? Ja. Sorry, alle Slots voll. Ja, aber genau, so ein Spiel hätte ich Bock. Weißt du, wenn ich jetzt hier diesen großen T-Rex-Hunden einen Pokéball raufwerfen könnte und dann kann ich die beschwören beim nächsten Boss und die hochleveln, ich fände es super.
Oh nein, oh Gott. Ich werde hier so verfolgt. Ich muss nur da unten über die Brandmauer, weil da kämpfen gerade die verbleibenden Truppen von Radahn gegen die mutierten Monster. So, jetzt haben die andere Probleme. Oh, wisst ihr was? Das ist doch super. Da beschwören wir jetzt hier noch schnell unsere Mimiktier mit rein. Und dann geht hier die Action los. Jeder gegen jeden. Los geht's. Geh spielen. Komm, Ralfredo, geh spielen. Ja, so ein bisschen Kindheit braucht ihr auch noch. Ja, die werden so schnell groß. Ich mag so NPC-Kämpfe. Ich schaue mir die irgendwie gerne an. Okay, jetzt sind die T-Rex-Hunde tot. Jetzt muss er es mit dem Soldatentrupp hier aufnehmen. Wird gerade ganz schön rumjongliert. Aber viel Schaden machen die ihm auch nicht. Jetzt hau einmal drauf. Die halten eh nichts aus. Guck. Sehr gut. Ja, mal spannend, wenn Passanten in GTA gegeneinander kämpfen. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Da könnte ich stundenlang zuschauen, wenn dann so Massenkarambolagen entstehen und irgendwelche Fahrer aussteigen und sich gegenseitig aus den Autos ziehen und verprügeln. Und dann kommt die Polizei und Schießerei, alles eskaliert. Das ist so gut. Das sind die besten Momente. Beste Cheats. Passanten greifen sich an. Passanten haben Waffen. Das war so gut. Ja, das ist echt super. Okay. Gut gemacht, würde ich sagen. Das war ein gutes Training für Radahn jetzt noch zum Schluss. Ach Quatsch. Vom Pferd springen wollte niemand. Weil JFK gerade in die Kommentare schreibt, kennst du diese Silent Hill Mod Fallout 4 namens Whispering Hills? Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau die kenne. Ich kenne aber so eine Horror-Mod. Da kenne ich aber den Namen jetzt nicht. Könnte die gleiche sein. Uiuiui. Der ich unhöflich begrüßt werde. In der alles dann sehr neblig ist und in der dann eben auch so Sirenen-Kopf tragende Gegner durch die Spielwelt laufen und sowas. Könnte der gleiche sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber grundsätzlich kenne ich so einen sehr nebligen Horror-Mod. Na, jetzt aber. Wer schießt denn da auf dich? Ja, das sind die Wächter von dem Schloss quasi. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum die mich bis hierher angreifen. Weil sobald ich drin bin... Ah, es könnte sein, dass ich doof bin. Ja, genau, warte. Wir müssen, glaube ich, einen anderen Weg nehmen. Wo kommt der her? Der stand doch vorher nicht da. Was? Ja, das war aber so schnell, dass er... Oh Gott, ne. Ich muss überlegen, vielleicht müssen wir einen Teleporter nutzen, um wirklich reinzukommen. Vielleicht hätte ich hier gar nicht durchlaufen müssen. Könnte sein, dass auf der anderen Seite der Brücke ein Teleporter steht, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das könnte ein bisschen hoch sein. Nee, ich überschätze das immer. Aber dich, mit dir habe ich ein persönliches Problem jetzt. Ja, wirklich. Ja, wir gehen ja schon wieder. Ich merke schon, wir sind hier nicht willkommen. Alles gut. Sag doch einfach was. Ich muss sagen, den mit der Trompete hasse ich noch mehr. Der alle Leute alarmiert. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil dieses Portal nicht aktiv ist. Muss ich irgendwelche Anforderungen erfüllen, damit wir überhaupt nach Radahn Castle, nach Redmain Castle können? Fragezeichen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei meinem ersten Playthrough ging es halt einfach. Geh mal an das Leuchtfeuer hier. Ah, der ist das. Genau, der ist der Mod. Ja, den kenne ich. Ich habe mir auf dem Discord wurden mir jetzt von der Sahara vor allem sehr viele Fallout 4 Mods empfohlen. Die werde ich mir auf jeden Fall jetzt demnächst auch mal anschauen. Lässt sich jetzt nicht einsetzen. Weiß zufällig jemand, was ich machen muss, damit der Teleporter aktiv ist? Weil ich glaube, der sollte aktiv sein, oder? Sonst ist doof. Aber ich schau mal, ob wir einen anderen Weg reinfinden in die Burg vielleicht. Könnte ja sein. Aber
Aber es ist nicht so, dass du alle Leute killen musst, um reinzukommen, oder? Glaube ich nicht. Also habe ich, glaube ich, nie gemacht zumindest. Ich weiß überhaupt nicht, was die für ein Problem mit mir haben. Ich will hier eurem Chef zu einem ehrenhaften Kriegertod verhelfen und die stellen sich so an. Vielleicht bin ich noch nicht ehrenhaft genug und wurde noch nicht eingeladen nach Redman Castle oder so. Ich weiß es nicht genau, ob es da einen... Mimik ist noch nicht ehrenhaft genug. Genau, wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt leider gerade wirklich nicht, woran es liegt, dass wir da nicht rein dürfen. Aber hier waren wir eben noch nicht. Nee, genau. Vielleicht gibt es hier da einen Hintereingang. Scheint nämlich nicht unwichtig zu sein hier. Aber das muss immer nicht viel heißen. Am Ende ist es dann irgendein Ausgang quasi, wo man hinten wieder rauskommen würde, aber nicht rein. Schauen wir mal. Nee, das ist Whispering Hills. Ach so, es gibt schon noch was anderes, einen anderen Silent Hill Mod. Na gut. Den kenne ich dann, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube auch. Tatsächlich. Muss man vielleicht sich doch erstmal durchkämpfen. Ich dachte, ich habe das wirklich so in Erinnerung, dass man da hinkommt und dann wird man gleich mit wehenden Fahnen empfangen und alle feiern und sind fröhlich. Nee, ich glaube, das erinnerst du dich falsch. Ich könnte mich nicht erinnern, dass man hier kämpfen muss. Wirklich. Ich dachte auch, das Schloss ist komplett leer und alle machen Party und so. Tja, was sich nicht in ein paar Jahren alles ändern kann. Ja. Ach ja, der Club Radan ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ja. Vor allem, ich frage mich, wann hören sie denn auf, dich anzugreifen und nehmen dich als Teilnehmer wahr? Ja, das verstehe ich auch nicht. Da müsste ich, glaube ich, hin. Du kannst ja nicht drüber springen. Ja, ich... Ups. Ah, doch. Bin gerade wirklich sehr verwirrt, muss ich sagen. Tor. Umso mehr Vision hier von Leiter. Immer noch keine Gnade. Liest sich fast manchmal selber wie kleine Lore-Texte. Ja. Eine Haikus, ja. Ich gehe jetzt mal da lang. Schauen wir einfach mal. Keine Ahnung. Ich bin gerade... Ich glaube, ich habe das so noch nie erlebt hier. Ehrlich, wirklich. Keine Ahnung. Wir sollten denen wirklich Feedback hinterlassen, dass die das besser ausschildern sollten. Ja. Vielleicht hat es wirklich mit der Nebenquest von Rani zu tun, dass da sich irgendwie... Hey, was ist denn das hier? Oh. Backstep, während ich hier ins Feuer gehen will. Richtig frech. Schlimm. Also wirklich. Okay. Ich glaube, das sieht aber gut aus. Moment mal. Was? Ich bin sehr verwirrt, ohne Witz. Hä? Okay, ich kann nicht verwirrt sein, weil ich das nicht kenne, aber ich mache einfach mal mit. Ja. Das ist bei meinem ersten Playthrough nicht passiert, dass hier der Gegner ist. Wirklich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, aber egal. Training für unsere Mimiktieren, los geht's. Ich wurde da wirklich mit wehenden Fahnen empfangen. Der große Rede wurde gehalten. Meine ganzen Verbündeten... Aha, ich habe noch keine Verbündeten kennengelernt im Spielverlauf. Vielleicht hat es damit zu tun. Wir haben keine Freunde. Okay. Aber warte, das ist ein 2-gegen-2-Kampf. Oh Gott, ein Schmelztiegelritter. Wir haben schon viel über schlimme Gegner geredet. Das sind die schlimmsten. Wirklich, ohne Witz. Die finde ich so schlimm. Weil sie schnell sind oder one-hitten? Die sind erstens super schnell, haben super viel Reichweite und lassen sich nicht aus der Balance bringen. Und haben dann noch total irre Attacken teilweise. Und hören einfach auch nicht auf anzugreifen. Die haben endlos Kombos. Die sind einfach crazy. Ich habe nie gelernt, man trifft ganz viele von denen im Playthrough. Ich habe nie gelernt, wie ich effektiv gegen die kämpfen kann. Aber ist gut. Ich wollte natürlich sagen, ich habe absichtlich mich zurückgehalten.
damit hier natürlich jetzt unser Schüler den Kampf gegen den mal aufnehmen kann. Damit er mal einen echten Gegner hat. Das ist der Schmelztriegelritter, okay. Der Schmelztriegelritter. Ich hätte schon fast gesagt, wir könnten ihn ja vielleicht rekrutieren, ne? Das wäre super, ja. Ah, ich glaube, das wird nichts. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann sie ihm nicht mal nachhalten, das ist... Dann backstabbe ihn. Der ist schlimm. Das war komisch. Komischer Move. Aber gut. Poser. Elden Ring hat ganz, ganz, ganz schlimmes Button-Reading. Das merkt man bei so vielen Gegnern so stark. Da gibt es so YouTube-Compilations davon, wo man das wirklich eindeutig sieht. Sobald du einen Heiltrank nimmst, löst das bei manchen Gegnern ganz spezielle Attacken aus, die dich eben genau noch treffen, sodass du dich nicht heilen kannst. Oh nein. Und er ist einer davon, der so eine hat. Richtig gesagt, Pisten. Also gut, das ist nichts Neues, diese Entwicklung. Ja. Könnte es der erste Kampf sein, der dich gerade ein bisschen gefordert hat? Ein bisschen, ja genau. Das war bei weitem nicht so schlimm jetzt hier, aber schon ein bisschen. Ich musste mich ein bisschen konzentrieren. Hey, aber ohne Witz, ich habe diesen Kampf hier schon gemacht in meinem ersten Playthrough, aber viel später. Erst habe ich Radan gemacht. Deswegen verwirrt mich das hier jetzt gerade ultimativ. Ich weiß nicht, was los ist. Der falsche Eingang. Ich glaube, das letzte Mal bist du vorne reingegangen und nicht hinten. Ja, vielleicht. Ah, der berühmte Veranstalter, Jaren. Ja. Ich bin bereit. Oder so. Los geht's. Und jetzt kann ich einfach zum Boss gehen, ohne große Ansprache und so. Oder hätte ich mir doch anhören sollen, was er zu sagen hat? Ich rede nochmal mit ihm. Wenn die Sterne richtig stehen. Aha. Weißt du, was er damit meint, oder sind wir jetzt verloren? Ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Wenn die Sterne richtig stehen, sehen wir, wenn die Lichter angehen. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Das ist mir komplett neu, dass man nicht von Anfang an zu Radan kann, wenn man will. Und wollt ihr wissen, ob ihr richtig steht? Das seht ihr, wenn der Stern angeht. Genau. Genau. Tja, ja gut, das ist jetzt... Tja, schade ist das. Aber wir hätten noch genug Zeit, dass wir einfach zu einem anderen Boss gehen. Glaube ich. Aber ich meine, Radan ist ja Gravitationsmagier und sowieso die Sternengeißel, ne? Mhm. Aber hat das dann irgendeinen zeitlichen Aspekt, den du hier hättest hinter dich bringen müssen? Aber, ich weiß es echt nicht. Ich würde auch sagen, von der Hauptstory-Progression war Radan so der dritte große Boss, den ich angegriffen habe. Aber vielleicht hängt es wirklich mit irgendeiner Nebenquest zusammen. Das könnte schon sein. Ich habe halt jetzt mit kaum NPCs geredet, habe keine optionalen Sachen gemacht und so. Mir fällt jetzt erst auf, dass meine ganze Karte noch aufgedeckt ist und sogar meine Markierungen sind noch da. Crazy. Echt, aus deinem letzten Playthrough sind die noch alle drin? Mhm. Weird. Ja, schon ein bisschen, weil ich jetzt auch gar nicht so genau abschätzen kann. Also ich meine, jetzt aktuell schon, aber grundsätzlich weiß man dann auch nicht mehr, wo man dann schon zum zweiten oder dritten oder vierten Mal war und wo noch nicht. Es wirkt nicht so ganz durchdacht. Dieser Easy-Mode wirft Fragen auf. Ja, ich bin sehr verwirrt. Mein Akku ist gleich leer. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, JFK. Ciao, JFK. Bis dann. Hi, Timmes. Wie geht's? Hi, Timmes. Dann machen wir jetzt einfach weiter, als wäre nichts gewesen mit Radan hier. Ja, und was ist, wenn morgen früh hier Ralfredo runterkommt und fragt, warum wir nicht beim Turnier waren? Ja, dann zeige ich ihm, dass er noch nicht bereit ist.
Genau, du warst nicht bereit. Wir haben uns durch den Kopf gehen lassen, geht noch nicht, Ralfredo. Nee. Zu früh. Dann lasse ich ihn erst noch mal den Keller kehren. Keller wischen. Übung. Du weißt ja, kämpfen ist die eine Sache, wischen ist die andere, mein Freund. Auftragen, polieren, haben wir schon bei Karate Kid gelernt. Oh, ich weiß nicht, ob du Netz ultimativer Schulwahnsinn kennst. Ah, das Nickelodeon-Serie. Kommt mir bekannt vor, ja, aber kann ich jetzt so gerade. Habe ich keine Bilder im Kopf. Sehr gut, wo so ein Schüler von seinem Karate-Lehrer trainiert wird und dann muss er plötzlich auch die Turnhalle putzen und fragt, habe ich damit jetzt irgendeinen coolen Move gelernt? Nein, die Halle war nur schmutzig. Ah, Netz ultimativer Schulwahnsinn, super. War das so eine Realmenschen-Serie? Mhm, genau. Mit so einem Teenie, der so einen Ratgeber geschrieben hat, wie man die Schule überlebt. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Das war so ein bisschen die Pete und Pete-Zeit und so Serien wahrscheinlich, oder? Genau. Das war auch so SpongeBob war da ganz im Kopf. Ah. Genau. Ich mochte auch Jimmy Neutron und hab mir letztens auch noch mal so eine Collection geholt. Ja, die hat mir auch gefallen. Die fand ich auch cool. Schwitz-Turin, wer Schraubenschlüssel ausweichen kann, kann auch Bällen ausweichen. Meine Rede, unsere Rede hier, ja. Quest-Items werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mitgenommen haben in meinem neuen Playthrough. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich den großen Aufzug hier auch gar nicht benutzen. Müssen wir nochmal einen Umweg machen. Ich glaube echt, wenn man jetzt hier im New Game Plus nur den Hauptbossen folgt und relativ zügig durchrennt, hab mal das Spiel in 10 Stunden durchgespielt oder so. Wie haben es dann Leute in 17 Stunden geschafft? Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da wird ja auch ganz viel geglitscht und so. Ja, okay. Nee, genau. Ich glaube, da müsste hier jetzt schon erscheinen, ob ich ihn benutzen will oder nicht. Nee, dann müssen wir, glaube ich, da lang. Da muss ich jetzt hier irgendwo. Oder? Dann muss ich jetzt sehr verwirrt sein. Ich glaube schon, dass wir da runter müssen. Dann schauen wir einfach mal. Keine Sorge, Ralfredo. Wir finden schon deinen nächsten Sparring-Partner irgendwo. Irgendeinen. Der wird schon ziemlich unruhig. Ja. Total. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt als nächstes ein ziemlich mieser Boss. Bin gespannt, wie er sich gegen den schlägt. Aber das klingt doch eigentlich nach einer Herausforderung ganz nach seinem Geschmack. Ne? Ja. Hauptsache, er muss viel draufhauen, nicht viel denken und es ist kein Drache. Ich befürchte, es ist so eine große Echse. Ich würde nicht sagen Drache, aber eine große feuerspeiende Echse, aber ohne Flügel. Vielleicht ist das genau der ausschlaggebende Punkt. Solange es jetzt keine Rätselschlange ist, ist alles gut. Ich glaube nicht. Ich muss jetzt erstmal das Rätsel rausfinden, wie ich da runterkomme, ohne zu sterben. Das ist jetzt die Herausforderung. Ist dafür der Aufzug, oder wie? Nee, der Aufzug ist... Ah, guck mal, da hinten bei den Grabsteinen gehen wir runter. Der Aufzug führt uns quasi dann ins nächste Gebiet so ein bisschen. Da kommen wir dann schon in die goldene Hauptstadt. Aber jetzt müssen wir quasi erstmal an dem Aufzug vorbeigehen und selber hier hochklettern. Ah, nein, das ist nicht so schön. Jetzt sag nicht, dass du gestorben bist. Ich bin... Ihr seid gestorben. Wir alle. Das ist das erste Mal in diesen 3 Stunden passiert. Ja. WTF, das war die Schwerkraft. Ja. Das ist ein bisschen witzig, weil wer meine alten Let's Plays verfolgt hat, weiß, dass Fallschaden für mich ein großes Thema ist in Videospielen. Da halte ich immer wieder stundenlange Monologe drüber. Wie schlimm ich Fallschaden in Videospielen finde. Und jetzt wisst ihr warum. Gerade in meinem Witcher 3 Playthrough rede ich da immer wieder drüber, weil der Fallschaden in Witcher 3 ist so lächerlich. Ich bin da wirklich, ohne Witz, manchmal mit Geralt einfach nur die letzten paar Stufen von irgendeiner Treppe in der Stadt runtergesprungen und dann war der tot. Das ist doch... Was soll denn das? Das ist kein Stoff für Legenden. Und... Mein Argument ist immer, dass kein Spiel jemals besser wurde, weil es Fallschaden gibt. Aber
ich muss echt sagen, die Souls-Spiele und Elden Ring sind hier eine Ausnahme. Ich glaube, hier ist Fallschaden wichtig. Ich meine, klar, gerade auch mit der Open World ist ja Fallschaden hier auch ganz wichtig fürs Weltdesign und so weiter. Die Abgründe sind ja Hürden, die man nicht so einfach überwinden soll und so weiter, ist schon klar. Aber in Spielen, wo Fallschaden nicht intrinsisch wichtig fürs Welt- oder Game-Design ist, finde ich es einfach nur unnötig und nervig. Vor allem, es gibt dann diese Momente, wo man von einem Berg runterglitscht. Ja. Dann den Boden berührt und das Spiel denkt, okay, du hattest gerade Fallschaden, warte, ich musste das kurz abziehen. Ja, ja, genau, sowas ist ja auch total bescheuert. Okay, es ist die schlimmste Route ever zu einem Turnierplatz. Oh. Die Land Squids. Ah, nee, das sind ja gar keine Land Squids, das sind die Land Sea. Wie heißen die Dinger, die sich irgendwo festhaken? Dann ihr eigenes Gehirn essen? Nee. Okay. Blutegel? Seegurken. Nee, Seegurken sind es nicht. Seepocken. Pocken, genau. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ja, wir sind hier richtig. Alles gut. Juhu. Du hast nur den giftigen Dampf gesehen. Wie lange haben wir denn noch? Kommt bis zum Viertelstunde, bis zu dem Lindwurm, genau, ein Lindwurm ist es im Grunde, bis zu dem schaffen wir es noch. Ich muss nur an diesen singenden Harpien-Sirenen vorbei, das ist unter Umständen ein bisschen knifflig. Aber ich glaube, das schaffen wir. Wir sind immer noch ziemlich überpowered, das haut schon hin. Sind das die, die lateinisch singen? Ja, ja, genau, genau. Genau, wo man das letzte übersetzt hat, ist das eigentlich total traurig. Ja, genau. Die irgendwie davon singen, dass sie keine Mütter werden konnten und deswegen verbannt wurden oder irgendwie sowas. Ach. Elden Ring hat nicht Leichen im Keller, es ist ein einziger Keller. Das stimmt. Oh, diese kleinen Wichte hier, die sind super nervig. Die darf man nicht unterschätzen, aber ich lasse die jetzt einfach mal stehen. Macht's gut, ihr Trottel! Ich dachte gerade schon, das sind nicht die, die ich in der Grabkammer gesehen habe. Die fand ich auch nervig. Ja, die sind auch super nervig. Es ist wirklich, ne? Bei jedem zweiten Gegner sage ich, oh, das sind aber die schlimmsten und die nervigsten und die gefährlichsten. Aber, das sind wirklich jetzt die Schlimmsten. Ja, aber jetzt hier. Jetzt Platz 1. Die hätte ich schon fast vergessen. Die sind jetzt aber wirklich die Schlimmsten. Wirklich. 18 erste Plätze. Ja, genau. Ist das nicht die Mine, wo ich mal rausgekommen bin? Nee, sieht mir eben nicht aus. Ja, nee, genau. Da, gerade was so Innenräume angeht, haben die dann leider auf lange Sicht wirklich einiges recycelt. Ist halt so ein uraltes Open-World-Problem, ne? So, Leuchtfeuer aktivieren, immer gut. Wegen Schwerkraft und so. Unsere einzige Schwachstelle. Ja. Kryptonit bei Superman und bei Landscape Birdfire ist es Schwerkraft. Ja, genau. Ja, ich habe da immer so dran gedacht, weil da wurde ja viel drüber diskutiert, dass bei Mario Odyssey der Fallschaden weggenommen wurde. Und da war ich am Anfang auch echt skeptisch, ob damit nicht ein bisschen auch die Herausforderung flöten geht. Aber es war ehrlich gesagt einfach nur weniger nervig dadurch, dass es keinen Fallschaden mehr in Mario Odyssey gibt. Und insofern wurde ich dann ziemlicher Fan von dem Konzept, kein Fallschaden. Aber Super Mario hat sonst Fallschaden? Ja, ja, eigentlich schon. Wenn man von zu hoch fällt, dann kriegt Mario Schaden eigentlich immer. Und in Odyssey haben sie das einfach weggenommen. Und man merkt es halt auch im Weltdesign, weil es geht in den Leveln eigentlich immer drum, wie komme ich nach oben und nie, wie komme ich nach unten. Weil nach unten kommen ist natürlich ohne Fallschaden ziemlich leicht. Aber ja. Da lobe ich mir Crash Bandicoot, der hatte keinen Fallschaden. Ja, das stimmt. Das ist nicht der Elden Lord, den ihr sucht. Der hat nur so eine nervige Kontrolle noch nicht. Einzige, was wir beide als Coaches feststellen müssen, ist, dass die Anfahrtswege scheiße sind. Ja, genau, das stimmt.
Das Spiel könnte so einen Boss Rush brauchen. Das finde ich ganz cool. So ein Boss. Ein Shuttlebus. Genau, ein Bus Rush Modus. Was wir nicht alles für Alfredo auf uns nehmen. Aber wirklich. Da ist der Aufzug, wo ich gerade noch war. Den wir leider noch nicht benutzen können. Deswegen müssen wir jetzt zu Fuß hochklettern. Wenn wir nicht mindestens 10 Minuten bis 20 Minuten Dankesrede bekommen. Okay. Aber wirklich. Nein, nicht vergiften. Hey. Könnt ihr bitte einfach tot umfallen? Das wäre nett. Okay, ich hasse die. Ich glaube, ich nehme einfach den Aufzug. Die kommt leider mit uns mit, na gut. Okay. Nein! Oh Gott! Du fährst wieder runter? Okay. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ist schon okay. Autsch. Das musste jetzt noch sein. Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir beim nächsten Boss. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Ralfredo hier schlägt. Leute, wir müssen Wetten setzen. Im Chat. Ich glaube, ehrlich gesagt, leider muss ich sagen, er schafft's nicht. Ich sage, er schafft's nicht. Sein Coach, krass. Naja, gut. Will wer dagegen wetten? Einfach aus Prinzip. Ja, setz dich dagegen. Ey, musst du ihm helfen? Du meinst, es ist eine Schlange. Es ist nichts mit Rätseln? Nee. Okay, er müsste eigentlich nur draufhauen. Keine Illusion. Eigentlich nur draufhauen. Er schafft, sagt Ninja Master. Okay. Was ist denn das Problem? Feueratem? Also er macht Feueratem. Er ist ziemlich schnell und hat viel Reichweite. Damit könnte er ein Problem haben, dass er nicht hinterherkommt. Das sind leider Aspekte, die auf einen Drachen auch zutreffen. Naja, ja, okay. Mhm. Also, ich glaube, es wird nicht leicht. Schauen wir mal. Ja, aber der Chat ist auf seiner Seite. Finde ich gut. Ja. Ihr wisst ja, bei Lanskut und mir, guter Coach, böser Coach. Ich sage ja nur, dass es nicht schafft, um ihn zu motivieren. Okay. Mhm. Ich nehme noch schnell meinen Schutzschildtrank, falls ich ins Querfeuer gerate, oder wie man das nennt. Und da kommt er schon. Aber es ist eine riesen Säule im Weg. Das kommt da packen. Eieieiei. Durch die Lava laufen ist schon mal schwierig, aber gut. Hey, aber bis jetzt ist es recht ausgeglichen. Passt schon. Schauen wir mal. Er hat übrigens doch Flügel, ich hab gelogen, er benutzt sie nur nicht. Du bist so gemein. Nein, Alfredo, das ist kein Drache. Der hat keine Flügel. Aber er heißt Magma Lindwurm, also es ist technisch gesehen nicht wirklich ein richtiger Drache. Ach ja, es ist wie am Strand. Michael, wie machst du den Händler da hinten? Aber ja. Die Energie von Ralfredo kommt nicht. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Die siehst du auch links in der Mitte vom Bildschirm ungefähr. Immer. Ah, okay. Ja, es ist so relativ gleich auf aktuell, die zwei. Ah, das sieht nicht gut aus. Oh. Kannst nichts noch dazu beschwören? Nee. Bist du gerade auf dem Boden? Ja, ich habe mich ja zusammengekauert. Out! Hey. Ich wollte eigentlich die Pose machen, ich habe mich nur verdrückt. Ich wollte mich lehrmeistermäßig auf dem Boden sitzen und den Kampf bewerten. Oh. Magst du vielleicht ein bisschen helfen, eine zweite Phase sein oder so? Ja, okay. Gleichen wir mal ein bisschen aus vielleicht. Wenn ich nicht sterbe, oh Gott.
Das war ungefähr nach 0,5 HP, die ich da hatte. Das nervige Ding bei Pokémon, ne? Okay. Aber jetzt muss es allein. Und er hat es auch allein geschafft. Perfekt. Ja, gut. Im Grunde fast alleine geschafft. Fast alleine, das haben wir nicht gewettet, aber wir waren alle auf seiner Seite. Eben. Außer Lenskut, aber er wollte ihn motivieren. Ich meinte ja nur gut mit ihm. Genau. Ach, come on. Twitch Turin. Immer die Leute, die Nachrichten auf Leuchtfeuer legen, ey. Die schlimmsten Trolle überhaupt. Ah, jetzt. Aus irgendeinem Grund hat so jetzt funktioniert. Twitch Turin, könntest echt unser Regelbuch schreiben. Wenn du Drachen ausweichen kannst, kannst du auch Bällen ausweichen. Aber einfach immer die gleiche Formulierung, genau. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Laufe ich mal noch kurz ein bisschen weiter. Ich kann mich daran erinnern, dass der Weg zum nächsten Boss von dem aus gar nicht mehr so weit ist. Aber ich glaube, wir schaffen es leider nicht mehr. Aber ich guck mal kurz, wo wir jetzt hinkommen, damit ich mich orientieren kann. Zu der Kameraperspektive gehört gerade irgendwie laute Techno-Musik und bunte Farben, finde ich. So ein bisschen, ne? Fahrschulmusik, ja. Müsste es einen Elden Ring geben. So wirklich ohne Kontext, einfach so lustige, gute Musik, ja. Ah ja, nee, okay. Das dauert jetzt doch ein bisschen, bis da wieder... Ich meine, da würde jetzt nochmal ein Drache kommen, wenn wir den Berg hochlaufen. Aber bei Drachen wissen wir ja schon, das ist jetzt nicht das Spezialgebiet nee, von... Nee. Ne? Ja. Ja, vor allem, wenn sie Flügel haben oder Würmer, eben. Die Flügel haben. Eben. Ja. Aber er hat uns gute Erfahrungspunkte verdient. Das geht ja auch auf ihn über. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, unsere Skills gehen überhaupt nicht auf ihn über. Ja, das sind halt die Tantiemen, die wir verdienen. Genau, ne? Eben. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss hier an der Stelle für heute. Schön war's. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass du mit dabei warst heute. Freut. Ja, mich auch. Genau, und schön auch, dass ihr alle mit... Entschuldige, was? Wollt ihr nicht ins Wort fallen? Gerne wieder, sage ich von meiner Seite aus. Und falls ihr bei mir reinschalten wollt, am Donnerstag geht's um 20 Uhr los. Ich kann auch nicht sagen, was. Meine Abmoderation ist beendet. Jetzt Lenskut. Okay, wunderbar. Na schön, dann danke auch an euch alle, dass ihr mit dabei wart. Danke fürs Zuschauen hier auf Twitch oder auf YouTube auf dem Let's Play-Kanal. Freut mich sehr. Und ja genau, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Entweder hier oder bei Taneros in seinem Twitch-Stream vielleicht. Bis dann. Macht's gut. Bis dann, Leute. Ciao.